Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf Facebook und im Livestream, liebende Teilnehmende unseres diesjährigen Körper-Demografie-Symposiums, mindestens zwischen Lörrach und Freiburg und Flensburg. Liebe Interessierte an einem Zukunftsthema des demografischen Wandels. Und natürlich, lieber Herr Professor Haderdin. Mein Name ist Karin Heist. Ich darf hauptberuflich mich kümmern um die demografischen Zukunftschancen in der Körperstiftung. Und ich heiße Sie heute Abend alle herzlich willkommen im virtuellen Körperforum zu einem sehr spannenden Abend, der gleich zwei Etiketten trägt. Wir starten mit diesem Abend nämlich zum einen in das diesjährige Körper-Demografie-Symposium, das morgen fortgesetzt wird. Eine Fachtagung, die sich in diesem Jahr der Frage widmet, was bedeutet Corona für die altersfreundliche Stadt? Welche Probleme gibt es für ältere Bürger und welche Lösungen, vielleicht sogar welche Innovationen sind entstanden, seit uns die Pandemie bedroht? Gleichzeitig ist diese Veranstaltung Teil einer öffentlichen Veranstaltungsreihe im Körperforum. Das ist die Reihe Demografie 3D, in der uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen regelmäßig hier im Körperforum ein Thema der demografischen Zukunft nahebringen. Und in dieser Reihe können wir Ihnen heute Abend ein wahres Highlight bieten. Es geht nämlich um die Zukunft des guten Altwerdens mit und dank intelligenter Maschinen. Geriatronik heißt die Disziplin, bei der Roboterassistenten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter erprobt werden. Konkret geschieht das, was wir Ihnen heute vorstellen, in Garmisch-Partenkirchen. Und wenn Sie mit viel Glück vielleicht später den Roboter Garmi kennenlernen, dann wissen Sie jetzt schon, wie der zu seinem Namen kommt. Derjenige, der uns Garmi und seine geriatronische Forschung und Praxis nahebringt, ist der deutsche Experte für Roboterforschung. Zu lesen ist manchmal auch vom deutschen Rockstar der Robotik. Umso mehr bedauere ich es, dass der jetzt nicht neben mir steht. Aber ich begrüße ihn nichtsdestotrotz mit sehr großer Freude, Professor Dr. Sami Haderdin, live in Garmisch-Partenkirchen. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir gleich ganz zu Ihnen umschalten, ein Hinweis, wie Sie es im Körperforum kennen, wird es natürlich auch heute die Chance geben für Ihre Fragen. Sie müssen sie leider ganz altmodisch per E-Mail einreichen. demografie@körper-stiftung.de ist die Adresse, die auch gleich eingeblendet werden wird. Sie haben Zeit, diese Fragen im Lauf des Vortrags, der 40, 50 Minuten dauern wird, zu stellen. Mein Kollege Jonathan Petzolds wird dann anschließend Ihre Fragen stellvertretend für Sie hier einreichen. Jetzt darf ich Ihnen unseren Sprecher vorstellen. Professor Dr. Sami Haderdin hat den Lehrstuhl für Robotik und Systemintelligenz an der TU München inne und wirkt dort als Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence. Das heißt auch, der 40-jährige Niedersachse ist keinem der zahlreichen Rufe ins Ausland an US-Unis zum Beispiel gefolgt, sondern setzt auf die Zukunft der KI- und Robotikforschung in Deutschland. Womöglich ist er an diesem ganz besonderen Tag mit Blick auf die USA auch ganz froh, dass er sich ein stabiles Forschungsumfeld gesucht hat. Sein Forschungszentrum an der TU ist allerdings auch in einer einzigartigen Größenordnung gedacht und soll, wenn ich das richtig recherchiert habe, einmal viele hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beherbergen. Auch die Liste seiner Publikationen und Preise zeigt die Exzellenz, zeigt die Pionierleistung unseres Redners. Zuletzt ist Sami Haderdin im letzten Jahr mit dem renommierten Leibniz-Preis ausgezeichnet worden und als Mitglied in die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften aufgenommen werden, die AKATECH. Er berät die Bundesregierung, der Bundespräsident wollte ihn eigentlich auch diese Woche besuchen. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass sich Professor Haderdin heute Abend nur Zeit für uns, für Sie nimmt. Ich freue mich sehr auf diesen Vortrag. Herr Professor Haderdin, gut alt werden mit intelligenten Maschinen über Robotik und künstliche Intelligenz für gutes und selbstbestimmtes Leben im Alter. Einen schönen Abend, wir sehen uns nachher wieder. Ja, liebe Frau Heist, viele Grüße aus Garmisch-Partenkirchen. Vielen Dank für die ganz, ganz lieben und auch ehrenden Worte. Es ist mir eine große Freude, heute bei Ihnen sprechen zu können, sozusagen in Hamburg, aber gleichzeitig in Garmisch-Partenkirchen zu sein. Ich habe heute ein wenig die
ja, ich würde sagen, die Herausforderung, aber auch die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen ein bisschen was über die Robotik und Künstliche Intelligenz zu erzählen und natürlich auch mit dem Fokus Demografie. Ich hatte mir aber dann doch, nachdem ich einigermaßen darüber mit der vielen Zeit, die mir auch gegeben wurde, also ich habe ja heute ein wenig auch die Möglichkeit auszuholen, dachte ich mir, es wäre doch schön, wenn ich auch einen Kontext, einen größeren Kontext, einen noch größeren Kontext sozusagen setzen könnte, in dem dann auch dieser wichtige und auch für meine persönliche Forschung sehr wichtige Aspekt der Demografie zum Tragen kommt. Aber ich glaube, was auch selber so mein Steckenpferd ist, ist der Mensch und die Künstliche Intelligenz im Allgemeinen und da eben auch ein wenig die Perspektive zwischen Mensch und Maschine ein wenig hervorzuheben. Und ich glaube, dass es dann ganz schön in das Thema Geriatronik einleitet, was eben von diesen grundlegenden Fragestellungen zwischen Mensch und Maschine ganz wunderbar abzuleiten ist, was eine gesellschaftlich sinnvolle, nützliche Technologie ist und wie wir uns da auch am Menschen entlanghangeln und eben nicht nur mit der sozusagen Anwendungsfrage, sondern eben eine ganz, ganz ursprüngliche Frage der Beziehung zwischen Mensch und den Maschinen sozusagen stellen und da eben aber auch den Nutzen in den Vordergrund stellen und das Thema der Geriatronik da eben jetzt an vorderster Front unsere große Vision, unsere Mission, möchte man sagen, eben darstellt, wo wir eben unsere Grundlagenforschung in die reale Welt bringen wollen, um eben auch der Gesellschaft eine Technologie zu bringen, die wirklich von Nutzen ist, die natürlich noch nicht im Hier und Jetzt jederzeit verfügbar ist, aber die nächsten Jahre immer mehr kommt. Man sieht ja schon, die letzten 10 Jahre, kann man ja schon fast sagen, war ja die Dekade der Künstlichen Intelligenz, wenn man so möchte. Und wir sehen gerade die erste Welle, die wirklich uns auch ermöglicht, in diesen Zeiten so zu kommunizieren. Da ist ja ganz viel von dieser Technologie auch sozusagen mit dafür verantwortlich. Und ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen, die Ihnen vielleicht auch in eine Zukunft zeigt, die bei all den dystopischen und auch natürlich ganz furchtbaren Diskussionen, die uns tagtäglich umtreiben, aber vielleicht auch eine positive, verantwortungsvolle Perspektive bietet. Bin natürlich ganz gespannt auf Ihre Fragen, hoffe, dass Sie viele haben und glaube, dass es an der Stelle jetzt Zeit ist, sozusagen ins Thema einzutauchen. Und ich fange immer ganz gerne an mit einer Vision, gerade im Thema Demografie, Gesundheit spielt natürlich eine große Rolle. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig auch zu sehen, dass die Themen, die wir vorantreiben, eben immer wieder diesen großen Visionen, den großen Missionen sozusagen folgen, dass wir eben großen Bildern der Zukunft denken. Und ich glaube, jedem von uns ist klar, dass gerade in der Gesundheit viele Möglichkeiten durch die vernetzten, intelligenten Maschinen als Werkzeuge für den Menschen eben warten. Gerade das Thema Künstliche Intelligenz, Bildverarbeitung, gerade wurde der Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ja eingereicht, der sich auch sehr stark mit dem Thema Gesundheit und Pflege der Künstlichen Intelligenz beschäftigt hat. Und dort ist eben ganz, ganz zentral, dass diese verschiedensten Werkzeuge, die ja schon in den letzten Jahren auch in das Thema der Hightech-Medizin eingezogen sind, natürlich auch mehr und mehr gerade im allgemeinen Kontext der Gesundheit, aber auch der Pflege dann eben Einzug halten werden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir eben sozusagen eine Reise vielleicht miteinander beginnen mit den Ursprüngen dieser ganzen Bewegung, die uns die letzten Jahre so in Atem hält, was auch für mich persönlich natürlich ganz spannend ist als Wissenschaftler in dem Gebiet, dass dort so viel passiert und so viele spannende, nicht nur Fragen, sondern auch Technologien und Erkenntnisse sind, die in so viele Bereiche strahlen. Interessanterweise verbindet man ganz oft mit dem Thema der künstlichen Intelligenz und die intelligente Robotik ist natürlich eine ihrer zentralen Disziplinen, die große sozusagen Gründerkonferenz der künstlichen Intelligenz, in dem sozusagen diese Bezeichnung aus der Taufe gehoben wurde, 1956 auf der berühmten Dartmouth Conference, wo eben wirklich ja, Pioniere der künstlichen Intelligenz von John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon oder Ray Solomonoff, aber auch andere zusammenkamen, Mathematiker, Informatiker, Elektrotechnikingenieure, Kognitionswissenschaftler und so weiter und so fort, die einfach sozusagen ja, diesen ersten Funken der Künstlichen Intelligenz im letzten Jahrhundert zusammengebracht haben. Interessanterweise ist es aber so, dass natürlich die Kreation künstlicher Wesen, wenn man so möchte, künstlicher Maschinen nicht neu ist. Das Ganze beginnt sozusagen beim Golem als Schutzsystem, künstlich erschaffen durch mystische Rituale. Das Ganze hat aber auch seine wissenschaftlichen
man könnte sagen, Grundlagen bereits in den großen Köpfen unserer Historie, unserer Wissenschaftshistorie gefunden. Leonardo da Vinci als ein großes Beispiel, der schon diese Verbindung zwischen dem menschlichen Körper durch seine anatomischen Studien und der Maschine, eben in diesem Beispiel, die unten sieht man eben den berühmten Ritter, den Automaton von Da Vinci, der eben sozusagen über die Bewegungsmechanik versucht hat zu erklären, wie eine sogenannte koordinierte Bewegung des Menschen funktioniert und wie sie eben über Seilzüge, über einfache mechanische Nachbildung zumindest prinzipiell nachempfunden werden kann. Man könnte sagen, nicht nur der Bauplan wurde analysiert, sondern auch die Bewegungsmathematik, die Bewegungsalgorithmik des Menschen wurde zumindest in ersten Schritten eben untersucht. Andere große Namen, die uns allen geläufig sind, wie Gottfried Wilhelm Leibniz, der große Universalgelehrte in Hannover, hat ja bekanntermaßen nicht nur nebenbei den Binärcode erfunden, infinite Semantikalrechnung, aber insbesondere eben auch die erste Rechenmaschine mit allen vier Grundrechenarten entwickelt und damit natürlich gezeigt, dass mechanisches Rechnen möglich ist. Das heißt, die Verbindung aus dem Konzept des Rechnens und der Mechanik, das heißt der Bewegung, ist inhärent möglich, auch bei selbst abstrakten Dingen, nicht nur der Bewegung wie beim Menschen, sondern eben auch in der Berechnung von Zahlen. Und interessanterweise hat er auch in seinen Monaden eben die Relation zwischen Körper und Geist durch interessanteste Analogien eben beschrieben. Ein großer Sprung ins letzte Jahrhundert. Ich hatte kurz über die Konferenz Dartmouth 56 berichtet, wo die Künstliche Intelligenz, sagen wir mal, formell eingeführt wurde. Bereits davor sind natürlich die großen Werke beispielsweise von Isaac Asimov entstanden, die berühmten Robotergesetze. Es gab aber bereits auch in den 80ern, in den 30er Jahren, in den 40er, 50er Jahren die ersten Industrieroboter, die dann eben weiterentwickelt wurden zu sogenannten programmierbaren Systemen. Das heißt, so wiederum die Bewegungsmechanik und die Programmierung zusammengebracht, was dann die Grundlage der modernen Industrieroboter wurde, die ja in den Automobilmanufakturen dieser Welt heute nicht mehr wegzudenken sind, aber auch im Jahre 96 beispielsweise Deep Blue, da gehe ich gleich drauf ein, die Mars Rover, der berühmte Humanoid Ashimo, aber natürlich auch solche wichtigen Systeme wie die minimalinvasive Chirurgie vom Da Vinci-System. In den 2000er Jahren wurden große Fortschritte in der künstlichen Intelligenz mit Körper auch geschaffen, und zwar gerade im autonomen Fahren. Sebastian Truhn hat 2005 mit seinem Roboter Fahrzeug, dem autonomen Auto, wenn man so möchte, Stanley, was eben eine Kooperation mit Volkswagen damals war, die DARPA Grand Challenge gewonnen. Big Dog ist 2012 auf die Welt gekommen, dieser Hunderoboter, den man sozusagen aus dem Gleichgewicht kaum bringen konnte und so weiter und so fort. Und die sozusagen die Innovationen sind die letzten Jahre explodiert. Viele Möglichkeiten wurden nicht nur sozusagen prognostiziert, sondern vieles ist auch wirklich in der Tat wahr geworden. Künstliche Intelligenz, auch Roboter, sind mehr und mehr nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Wir sind nicht mehr in der Zeit, in der das reine Zukunftsmusik ist. Ganz wichtig ist natürlich, gerade heutzutage reden wir von, man könnte sagen, Datenmaschinen. Also noch sind es eben nicht unbedingt intelligente Maschinen mit Körper, sondern erst einmal Datenmaschinen. Ich zeige hier ein Beispiel, was ein wenig die Ambivalenz des Problems oder der Möglichkeiten auch darstellt. Also eine Technologie, die sich Reface nennt, die im Prinzip sieht das ein wenig skurril aus auf Videostreams. Man sieht dort die berühmte Hollywood-Schauspielerin Charlize Theron, auf deren sozusagen Bewegung in diesem Spot, ich meine, das ist Dior, an der Stelle eben jetzt Elon Musk sozusagen projiziert wird und dort eben Methoden der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens eben genutzt werden, um sozusagen dieses Gesicht in Realzeit auf das Zielgesicht zu verändern, um damit natürlich im Grunde sozusagen das Photoshop-Thema in die Moderne zu bringen. Das heißt, man kann quasi Videodaten online manipulieren, gestalten, wenn man es positiv formulieren möchte. Ich denke, dass die Möglichkeiten, aber auch die Risiken hier relativ offensichtlich sind. Aber nichtsdestotrotz spannend ist es, denke ich, außer Frage. Und wichtig ist auch, dass man vielleicht an der Stelle noch einmal die Ursprünge sieht, die gerade im Jahr 2016 einen großen Sprung im Bewusstsein, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft für dieses Thema Künstliche Intelligenz geschaffen haben. Gerade das Thema Go, das ist ein Brettspiel, komplizierter als Schach, muss man sagen, wurde 2016 von Googles DeepMind, das ist die Künstliche Intelligenz im Hintergrund, die hier rechnet, wurde eben Lee Sedol, das war damals der Großmeister, auf der rechten Seite sehen wir ihn, geschlagen
Jetzt ist natürlich eine interessante Beobachtung zu machen. Als ich das Bild gesehen habe, wurde ich gleich an meine eigene Schulzeit erinnert. Lise Sedol wurde in der Tat geschlagen. Wenn im Hintergrund dann eben die Künstliche Intelligenz die Züge rechnet, dann müsste man sich natürlich aber auch gleich fragen, ja, um Gottes Willen, wer ist denn dann die Person auf der linken Seite? Und die Person auf der linken Seite ist interessanterweise eben natürlich keine Künstliche Intelligenz, es ist kein Roboter in dem Beispiel, sondern es ist einfach ein Mensch. Es ist dann die Züge, die die Maschine, die Datenmaschine, wenn man so möchte, berechnet, in die reale Welt bringt über das Sehen, das Greifen und das Umsetzen. Ja, und interessanterweise ist natürlich immer noch eine Analogie dort, die mich selber auch an ein Beispiel, ja, mehr als 20 oder nahezu 20 Jahre davor erinnert hat. Das war im Jahr 1997. Dort war eben Lise Sedol, Garry Kasparov, damals weltberühmter Großmeister im Schach. IBM hat eben Deep Blue erfunden, den berühmten Schachcomputer, der in der Lage war, Garry Kasparov zu schlagen. Nun ist sozusagen der Witz kommt sozusagen schon automatisch aus der Kiste. Gleiche Frage, wer ist der Mensch auf der rechten Seite? Und natürlich ist in dem Beispiel eben auch ein Mensch, kein Roboter, keine Maschine, die jetzt eben auch die Züge von Deep Blue quasi in die reale Welt umsetzt. Interessanterweise könnte man natürlich jetzt ganz ketzerisch behaupten, naja gut, dann haben wir es ja geschafft, einen Menschen von rechts nach links zu setzen. Natürlich ist da weitaus mehr passiert. Komplexere Probleme, mehr Daten, schnelleres Rechnen. Also es ist natürlich schon unglaublich, was mittlerweile alles möglich war. Aber ich denke, es ist relativ klar, dass offensichtlich die Verkörperung noch ein großes, großes Thema, eine große Unbekannte ist. Und dass eben dieses Konzept der berühmten verkörperten KI, also einer künstlichen Intelligenz mit Körper, interessanterweise ganz, ganz eng mit dem Verständnis des Menschen einhergeht und das uns auch nah später eben gerade beim Thema Kreatronik beschäftigt, wo eben der Mensch als Vorbild dazu führt, dass wir Maschinen mit Nützlichkeit für den Menschen eben erzeugen. Ich zeige immer ganz gerne die Videos, die ich so zu Hause mache. Ich habe drei kleine Kinder, mit denen machen wir immer ganz spannende Experimente. Da lernt man ganz viel, was die Intelligenz, die motorische Intelligenz des Menschen so betrifft. Und das ist meine größte Tochter, da war sie, glaube ich, gerade 5 geworden. Meine Frau behauptet mal, sie war 4, aber ich meine, sie war 5. Und ja, sie hat großes Durcheinander bei uns im Wohnzimmer, uns geschenkt. Und an der Stelle hatte ich mich gerade damit beschäftigt, ob wir denn nicht den Robotern, die wir so entwickeln, da komme ich gleich drauf zu, die erstmalig einen Tastsinn haben, die eine Art von zentralem Nervensystem haben, können wir denen beibringen, so eine motorische Fähigkeit wie jeden Schlüssel ins Schloss zu erlernen über Methoden des maschinellen Lernens. Ja, und dann ist es immer ganz interessant, wenn man sich die Kleinen so anschaut, was die denn in der Lage sind zu leisten und was nicht. Und dadurch, dass eben das Wohnzimmer unaufgeräumt war, habe ich die Situation schamlos ausgenutzt, habe meiner kleinen Tochter den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, also wenn du den in weniger als 10 Versuchen ins Schloss bekommst, dann musst du nicht aufräumen. Also ganz einfaches Experiment. Man könnte sagen, es geht ein schönes Lernen. Die Kleine ist gerannt zur Tür und interessanterweise, ich hatte eigentlich vermutet, entweder wird der Schlüssel sofort ins Schloss gebracht oder eben gar nicht, also Big Data, wenn man so möchte, aber in der Tat war es so, dass nach nur 7 Versuchen sie in der Lage war, das eben durchzuführen. Und ungefähr zur gleichen Zeit haben die berühmtesten Robotik- und KI-Wissenschaftler der Welt versucht, ähnliche Problemstellungen mit hochkomplexen autonomen und teilautonomen Robotersystemen, Humanoiden in dem Beispiel, eben zu ermöglichen. Aber man sieht, nicht jedes Mal ist es so schief gelaufen, aber es ist ganz symptomatisch, dass man da doch noch an den Grundlagen feilt und noch bei Weitem nicht bei meiner 5-jährigen Tochter in den Fähigkeiten. Also kein Großmeister in den motorischen Fähigkeiten, kein Sportler, kein Spitzensportler, sondern nicht einmal ein 5-jähriges Kind. Im Gegensatz zu den kognitiven Fähigkeiten wie Go oder Schachspielen. Es wurden auch Ansätze verfolgt, um eben diese Big Data-Idee, also viele Daten zu nutzen, um Wissen, um Fähigkeiten zu erzeugen, in die reale physische Welt zu bringen. Hier sieht man ein berühmtes Beispiel der Firma Google, die versucht haben, über viele Roboter viel Daten des Greifens, also wie könnte ich jetzt sozusagen wie ein kleines Kind Objekte greifen, erstmalig erkunden und das eben zu verstehen, hat viel, viel Rechenpower gebraucht, immer wieder mal nicht geschafft. Aber es zeigt einfach, dass diese Idee des Erfahrbarkeits Lernens einfach ein ganz wichtiges Konzept ist, aber es zeigt auch die Grenzen von dieser grundlegenden Idee von Number Crunching in die physikalische Welt zu übertragen.
Interessanterweise ein ähnliches Beispiel von OpenAI, eine Initiative von Elon Musk, ähnliche Zeithorizonte, Zeitfenster. Was man hier sieht, ist eben, wie ein Roboter sozusagen from scratch, also aus dem Nichts heraus, lernt, diese Pizza auf den roten Punkt zu schieben. Interessantes Ergebnis natürlich, dass so etwas möglich ist, aber es zeigt gleichzeitig auch, wie mit großen, großen Rechenressourcen, vielen, vielen Beispielen und Stunden, Wochen Berechnungszeit solche Fähigkeiten dieser Komplexität eben möglich sind. Also wieder beileibe nicht die Fähigkeiten eines vierjährigen oder fünfjährigen Kindes. Nun gut, und woran liegt das? Ich glaube, eine Analogie hilft dort ganz wunderbar. Es ist einfach so, dass die Manipulation wohl ungleich schwerer ist als andere Fähigkeiten, wie beispielsweise die Mobilität. Auf der linken Seite sehen wir einen Einzeller, wie er das Problem des autonomen Fahrens sozusagen von A nach B kollisionsfrei sich zu bewegen, relativ einfach und eindeutig ermöglicht. Auf der rechten Seite sehen wir eben, dass natürlich die Primaten, denen die Hand sozusagen geschenkt wurde, in der Lage sind, komplexeste Aufgaben durchzuführen, das Werkzeug der Hand zu nutzen, Manipulation, Manus in Latein, eben einzusetzen, um nicht nur das Werkzeug zu benutzen, sondern auch mit diesem Werkzeug neue Werkzeuge zu benutzen und sie zu schaffen und auch ein Abbild der Kreativität des Menschen zu sein. Und natürlich liegen Milliarden Jahre der Evolution dazwischen. Das heißt, da muss ja etwas Komplizierteres auch passiert sein, dass diese Art von komplexer Interaktion, Manipulation mit der Welt und Interaktion auch ermöglicht. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was eben diese grundlegenden Unterschiede sind, dass wir dann nach und nach eben auch zu den Anwendungsfällen kommen. Also insbesondere ist natürlich ganz wichtig, dass viele von Ihnen benutzen ja heutzutage schon die Personal Assistance. Das ist sozusagen das, worauf ich jetzt eingehe. Die KI ohne Körper, AI in den Folien, Artificial Intelligence auf Englisch, besteht in der Regel immer aus einem Datenempfänger und Sender, einem KI-Algorithmus. Die Daten werden empfangen, an den Algorithmus geschickt. Der Algorithmus rechnet sozusagen, denkt nach, wenn man so möchte, und gibt einem die Antwort. Paradebeispiel wäre jetzt ein Amazon Alexa oder ein Siri oder ähnliche Cloud-Services, die eben die künstliche Intelligenz in der Cloud sitzen haben, um dann eben die Sprachsignale zu empfangen, zu verarbeiten und dann eben ihnen die Antwort sozusagen in einem sequentiellen Prozess zu liefern. Im krassen Gegensatz dazu ist die sogenannte verkörperte künstliche Intelligenz grundlegend verschieden von dieser sequentiellen Anordnung, sondern es ist so, dass eine verkörperte künstliche Intelligenz grundsätzlich mit einem sensomotorischen Körper, denken Sie an Ihren eigenen Körper, ausgestattet ist. Und dieser Körper interagiert natürlich mit der Welt. Stellen Sie sich vor, Sie geben sich die Hand. Jetzt ist es so, dass eben nicht einfach nur Daten aufgezeichnet werden, sondern über den Handschlag und die Grundgesetze der Physik Daten und Energie ausgetauscht werden. Das heißt, physikalische Grundgesetze diktieren diesen Art von gekoppelten Interaktionsprozess. Das ist ein ganz fundamentaler Unterschied, das eben nur durch diesen sensomotorischen Körper erstmalig möglich wird. Und da natürlich sozusagen die Interaktion zwischen dem Körper und dem Objekt, was man greift, bilateral stattfindet, muss natürlich auch die Intelligenz an der Stelle, das kennen wir aus unserem zentralen Nervensystem, ebenso ein vollständig gekoppelter sensomotorischer Zweig werden. Und dieser grundlegende Unterschied zeigt auch, dass die Komplexität in der reinen sozusagen prozeduralen Berechnungsabfolge grundverschieden ist vom vollständig gekoppelten Prozess. Und nun kommen wir sozusagen eben zu dem großen Thema. Gestern hatten wir eine interessante Podiumsdiskussion gemeinsam mit den Kollegen Andrew Ng, einer der Pioniere der KI, und auch Bernhard Schülkopf, ein anderer Pionier der KI, gemeinsam in der Falling World. Und genau dort haben wir eben auch genau dieses Thema erläutert, um eben hinzukommen zu der Konklusion, dass eben diese künstliche Intelligenz mit Modell, mit physischer Interpretation, mit Körper, wenn man so möchte, eben genau die Zukunft dieser Fragestellungen ist. Und da kommt es natürlich interessanterweise zur Robotik, genau zu dem Thema, womit ich mich gerne auch beschäftige. Das heißt, die verkörperte KI, da ist ein Paradebeispiel, diese künstliche Intelligenz mit Körper, ist eben die Robotik in ihrer allumfänglichen sozusagen Disziplinübergreifung. Und interessanterweise ist es aber so, dass natürlich diese Maschinen auch einen Sinn und Zweck haben sollen. Jetzt komme ich mehr und mehr eben zur Frage der Nützlichkeit. Das ist ein berühmter Film von Charlie Chaplin, kennen Sie sicherlich alle, Modern Times, 36 gedreht. Und Modern Times hat sich in diesem Beispiel damit befasst, ob denn nicht in einer automatisierten Fabrik
auch die Mittagspause sozusagen automatisiert werden könnte. Also ein Erfinder hat sich sozusagen mal ausgedacht, einen Roboter, eine Maschine hier in diesem Beispiel zu erfinden, die es ihm ermöglicht, dem Werker, in dem Beispiel eben Charlie Chaplin, die Mittagspause zu automatisieren, um eben Effizienzsteigerung zu ermöglichen. Ja, das Ergebnis ist natürlich ganz klar, die Maschine hat ein Problem und geht natürlich in den Modus operandi, den wir hier sehen. Mit anderen Worten, sie ist nicht gut, sie ist nicht praktisch. Das heißt, die Maschine wurde nicht mit dem Menschen im Zentrum, mit dem Verständnis des Menschen wirklich entwickelt, sondern als reine Maschine, die eine gewisse Funktion erledigen soll. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir da eben sehen, dass diese Art Maschine eben nicht ist, wo wir hinwollen, sondern wir wollen eben natürlich eine intelligente Maschine entwickeln, die es eben sich zum Zeichen setzt, den Menschen zu helfen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass gerade natürlich in diesem Thema der Robotik, man sich traditionell mit der Frage auseinandersetzt, wie ist das denn mit der Automatisierungstechnologie? Die hat natürlich typischerweise Vorurteil, sieht sie sich gegenüber, Roboter stehlen eben unsere Arbeitsplätze. Und das sehen wir im Jahr 64, da ging es um die Automation auf dem Spiegelcover, das sehen wir im Jahr 78, da war es dann die Computerrevolution, der Fortschritt macht arbeitslos, Titel da der Spiegel. Und im Jahr 2016 sind sie entlassen aufgrund der Digitalisierung. Interessanterweise muss sozusagen jedes Mal der Roboter herhalten. Und das Ganze dreht sich natürlich auch um unser Selbstverständnis. Dadurch, dass wir mit Körper natürlich sozusagen ausgestattet sind, dass die Dinge, die wir tun, sehr mit diesem Sein, mit der Verkörperung unserer selbst auch zu tun haben, ist natürlich diese Maschine, der Roboter, die uns sozusagen nachempfunden wird, ganz zentral in dieser grundsätzlichen Skepsis, möchte man schon fast sagen. Teilweise auch natürlich Furcht. Jetzt ist es so, dass im Prinzip diese Roboter natürlich über Jahrzehnte entwickelt wurden und ich hatte von Industrierobotern schon kurz erzählt. Jetzt ist es aber natürlich so, dass diese, sagen wir mal, Automatisiermaschinen in den Manufakturen, Automobilmanufakturen dieser Welt, sind natürlich noch keine künstliche Intelligenz. Das sind reine Positioniermaschinen. Da würde ich behaupten, das ist eben genau keine KI mit Körper, sondern das sind einfach Abfolgen, die dort sozusagen prozedural abgefertigt werden. Und insbesondere sind das Maschinen hinter Schutzzäunen. Sie sind nicht menschenzentriert, sie sind nicht als nützliches Werkzeug entwickelt, sondern der Mensch ist im Gegensatz zur Maschine nicht Teil dieses Prozesses, sondern er ist quasi abgetrennt und die Maschine hat natürlich gar kein Verständnis davon, was ein Mensch überhaupt sein soll. Sie ist einfach nur ein stumpfer Bewegungsautomat, wenn man so möchte. Gut, das bringt mich zum vierten Abschnitt, die verkörperte KI und der menschliche Körper. Also wie kommen wir überhaupt hin zu Robotern, mit denen wir Geriatronik betreiben können? Was braucht es denn dann, wenn diese Industrieroboter und all diese schönen Maschinen, die über die Jahrzehnte entwickelt wurden, gar nicht diesem Sinn und Zweck des sozusagen menschenzentrierten, gesellschaftlich orientierten Ziels näher kommen. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, eben diese Analogie zwischen Mensch und Maschine zu verstehen, die uns da eben treibt. Also wie können wir intelligentere Maschinen bauen? Da dient uns nun mal der Mensch oder die Natur, möchte man sagen, als Vorbild. Wir kennen die moderne sozusagen Visualisierung, wenn wir von Da Vinci jetzt ins Hier und Jetzt springen, dann ist natürlich die 3D-Modellierung oder das Kinematic Rendering von Bildgebung natürlich das sozusagen Maß aller Dinge, um eben hochgenau anatomische 3D-Modelle zu erzeugen. Natürlich geht das weiter bis hin zu der ersten Modellierung der Bewegungsmechanik, das ist nicht nur des Bauplans, sondern auch der Funktionsweise, die uns jetzt nach und nach antreibt. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir, um so eine Funktionsweise beispielsweise der Hand zu ermöglichen, künstlicher Natur in der Robotik, ist es ganz wichtig, eben den Menschen besser zu verstehen. Und dafür messt man natürlich in der Robotik, in der KI auch ganz genau, wie der Mensch seine Alltagsaufgaben durchführt. Auf der rechten Seite sehen wir so Handbewegungen, die im Prinzip zeigen, was sind typische Handgriffe, die im Alltag so passieren. Da wird dann die Bewegung, die Kraft, aber auch die neuronalen Daten, also die Gehirnströme sozusagen gemessen, die Augenbewegung, Sakkaden, um dann eben abzuleiten, wie das Ganze denn wirklich funktioniert und was können wir daraus lernen, um eben bessere Maschinen zu entwickeln, die überhaupt erst mit den Menschen interagieren können. Und genau das haben wir auch getan, über Jahre die menschliche Bewegungsmechanik nach und nach zu studieren und damit eben Modelle zu entwickeln, die nicht nur anatomisch sozusagen erklären, was vor sich geht, sondern auch physiologisch, funktionell, möchte man sagen. Das heißt beispielsweise, die Muskelaktivierung zu rechnen aus reiner Bewegungs
Messungen, wie hier im rechten Beispiel, sieht man eben den Menschen, der sozusagen in der virtuellen Welt auf sich selber schaut und seine eigenen Muskelaktivitäten messen kann, weil wir eben nach und nach diese Funktionsweise des Menschen nach und nach erklären, um das eben dann in sogenannten Realzeitalgorithmen mit künstlicher Intelligenz eben umzusetzen, sodass sie quasi schritthaltend in den eigenen Körper schauen können. Das Ganze kann man sogar noch auf so komplexe Beispiele wie eben die menschliche Hand verallgemeinern, bedeutet in dem Fall eben die Sehnen, die skeletale Struktur. Aber nach und nach stellt sich natürlich die Frage, kann ich denn auch das zentrale Nervensystem entwickeln und dort eben eine Art Ähnlichkeit erzeugen? Und die Antwort ist ja, das können wir. Wir können nicht nur den muskuloskeletalen Bewegungsapparat, sondern wir können auch ähnlich wie beim Automaton von Da Vinci, hier sehen wir eben diese mechanische Konstruktion, wo an einem Seilzug sozusagen eine koordinierte Bewegung des kompletten Arms erzeugt wird, können wir etwas ganz Ähnliches nicht nur mechanisch erzeugen, sondern wir können auf der rechten Seite, sehen wir das, die menschliche koordinierte Bewegung des rechten Armes durch einen einzigen sozusagen Seilzug, der eben im zentralen Nervensystem nicht mechanisch sitzt, sondern über neuronale Daten. Das heißt, Sie können dort eben an einer dieser Koordinaten ziehen und der gesamte menschliche Arm mit all seiner Komplexität bewegt sich. Und bei all diesen Muskeln, die Sie da jetzt sozusagen koordiniert kontrollieren, stellt sich natürlich die Frage, ja, das ist ja nicht mehr nur noch ein Bauplan, sondern selbst in dem zentralen Nervensystem selber, in den Muskeln, scheint eine Intelligenz zu sitzen, die aus diesen einfachen Bewegungen des Hampelmann-Seilzugs eine komplette koordinierte Bewegung im Menschen erzeugt. Und mit diesen Möglichkeiten, den Menschen nach und nach besser zu verstehen, eben in der Analogie des Hampelmanns, um einfach die Grundidee zu verdeutlichen, sind natürlich völlig neue Möglichkeiten offengelegt. Jetzt können wir eben nicht nur den Menschen sozusagen verstehen, sondern auch ihn ähnlich wie einen Roboter programmieren, möchte man sagen. Das klingt jetzt natürlich ganz furchtbar, aber die Idee ist relativ einfach. Wir verstehen den Menschen natürlich nicht auf zellulärer Ebene zum Beispiel, sondern eher, wie ist die Funktionsweise, wie ist die Bewegungsmechanik, was passiert denn da im zentralen Nervensystem? Und dann können wir eben sozusagen den Menschen als sozusagen robotisches Äquivalent in der Bildgebung hier erzeugen. Und mit dieser Grundidee können wir ihn dann auch sozusagen programmieren, ähnlich wie einen Roboter. Das ist natürlich eine reine biomechanische Bewegung, möchte man jetzt an dem Beispiel natürlich unterstreichen. Aber diese Grundidee sagt uns dann nach und nach, ja, was macht denn den Menschen so einzigartig? Was sind denn die fundamentalen Prinzipien, nicht nur anatomisch, sondern auch funktional? Und können wir diese Prinzipien in die intelligenten Maschinen überbringen und transferieren, um dann eben bessere Maschinen besser an uns Menschen anzupassen, weil wir eben den Menschen auch wiederum besser verstehen mit den Methoden der künstlichen Intelligenz und Robotik. Und ja, das können wir. Wir können beispielsweise ein Handgelenk entwickeln, was extrem ähnliche Bewegungsräume hat wie das menschliche Handgelenk, abgeschaut von der Biomechanik und der Funktionsweise des menschlichen Motorkontrollsystems, also der Motorik, und so eben nach und nach hin zu Systemen, die es eben erlauben, immer verfeinerte technische Systeme umzusetzen. Das heißt, wir kommen mehr und mehr von der Relation der verkörperten KI und dem Menschen hin zu einem, man möchte sagen, verkörperten Verstand. Das kennen wir ja auch von Menschen, den Homunculus kennen Sie alle. Das ist natürlich im Bereich der Motor, oder das ist ein Homunculus des Cortex, des sensomotorischen Cortex, der im Prinzip zeigt, wie viel sozusagen Volumen Ihres jeweiligen Hirnareals sind denn für die einzelnen anatomischen Bereich, in dem Fall die Hand, offensichtlich extrem viel vorgesehen. Das zeigt einfach noch einmal, unterstreicht, wie viel unsere eigene Intelligenz für die Motorik, für die Interaktion mit der Welt eben gedacht sind. Und genau diese Idee haben wir in die Robotik, in die intelligenten Maschinen überbracht. Und das wird später in der Geriatronik eine zentrale Technologie sein, um überhaupt sicher mit dem Menschen und natürlich in der Geriatronik mit einer Bevölkerungsgruppe, die natürlich sehr viel fragiler ist als eben der Normalbürger oder gerade im Industriekontext. Und ganz wichtig ist eben, der Schlüssel zu dieser Sensitivität ist sozusagen der künstliche Tastsinn. Wir haben uns angeschaut, wie können wir eben dieses Feingefühl in die Technologie bringen, haben Roboter entwickelt, die eben mit einem nicht nur Tastsinn ausgestattet sind, sondern auch mit einem zentralen Nervensystem und dadurch eben es ermöglichen, diese Roboter bei der Hand zu nehmen wie ein kleines Kind. Den können Sie einfach Dinge vormachen, die können extrem sicher auf unvorhergesehene Kontakte reagieren. Hier sieht man eben den Roboter mit einem Nagel in der Hand, der eben mit dem Ballon jetzt in diesem Beispiel hier kollidiert ist und eben sofort stoppt, oder mit der Wurf des Ballons, der den auch sofort detektiert und er von
wenigen Millisekunden, in der Tat fast 60 Mal schneller als der Mensch eben reagiert und damit eben auch die Sicherheit des Menschen erstmal nicht garantieren kann. Ganz wichtig ist eben auch die Feinfühligkeit, das Aufbringen von delikaten Kräften, unabhängig von der Oberfläche, nicht nur in Metall, sondern auch mit nachgiebigen Oberflächen. Wir hatten hier gerade den Schaumstoff, das Gummi und am Ende eben den härteren Gegenstand, das Holz. Und der Roboter muss in der Lage sein, feinfühlig exakt die Kraft aufzubringen, um mit dieser grundsätzlichen Möglichkeit im zentralen Nervensystem, des künstlichen zentralen Nervensystems dieser Maschine, eben feinfühlig und sensitiv mit der Umgebung zu interagieren. Jetzt kommen wir nach und nach zum Lernen und der Manipulation. Jetzt haben wir sozusagen einen Körper geschaffen, der in der Lage ist, überhaupt zu lernen und zu manipulieren. Und jetzt kommen wir sozusagen nach und nach eben zu der Intelligenz des Menschen, der motorischen Intelligenz. Und ich hatte vorhin meine kleine Tochter ja auch gezeigt. Und dieses sozusagen nach und nach auf Wissen aufbauen, erfahren durch oder lernen durch Vormachen, durch Erfahrung, da sind wir eben jetzt über die letzten Jahre erfolgreich gewesen, um eben hochkomplexe sogenannte Fügevorgänge, die in der Fertigung von zentraler Bedeutung sind, jedoch bisher nicht automatisierbar waren, in der Lage waren, erstmalig Roboter zu entwickeln, die über künstliche Intelligenz in der Lage sind, in wenigen Versuchen diesen Stopfen hier einzufügen. Und mit diesen Fähigkeiten sind die Maschinen eben in der Lage, nicht nur grundsätzlich diesen Kolben einzufügen, sondern auch, und das ist ganz wichtig, aus Erfahrung zu lernen. Das heißt, das Wissen aus den Kolben wird jetzt übertragen in das Schlüssel- und Schlossproblem und voilà, im ersten Versuch, in der ersten Iteration war der Roboter in der Lage, es durchzuführen. Jetzt wird wieder gelernt, das heißt, man baut auf vorigen Wissen auf, das kann auch mal schiefgehen, wie in diesem Beispiel, da rutscht der Schlüssel einfach ab. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Minuten, ähnlich wie meine kleine Tochter, nach 5 Jahren und 7 Versuchen, diesen Schlüssel ins Schloss zu bringen. Und das ist eben auch das, was Künstliche Intelligenz wirklich ausmacht. Und interessanterweise stellt sich natürlich die Frage, können wir nicht nur von dem Stopfen auf den Schlüssel übertragen, sondern auch einen anderen Schlüssel sozusagen mit dieser gelernten Fähigkeit einfügen? Und die Antwort war interessanterweise mit den neuen Methoden, die wir da entwickelt haben, eben ja. Das heißt, wir können in unserer natürlichen Umgebung Gegenstände benutzen, und sie eben einsetzen. Ganz wichtig ist natürlich nicht nur das Feingefühl, sondern auch die Hand-Auge-Koordination. Das Sehen, das Koordinieren zwischen Feingefühl und eben der motorischen Bewegung ist ganz wichtig. Und was wir jetzt hier eben sehen, ist sozusagen das Einfügen des Schlüssels über eben die Koordination mit dem Auge. Und genau da haben auch die großen Fortschritte der Künstlichen Intelligenz der letzten Jahre, und jetzt sehen Sie nach und nach, wie wir uns dem Thema Geriatronik nähern, dazu geführt, dass wir auch hochsensible, genaue, sehr, visuelle Wahrnehmung den Maschinen eben geben können, selbst mit Alltagsgegenständen. Und genau diese Fähigkeiten haben es erlaubt, dass wir eben jetzt auch visuell koordinieren. Und interessanterweise, das ist vielleicht eine Nebenanekdote in diesem Kontext heute, aber ganz wichtig im Thema der Künstlichen Intelligenz, links sehen wir, wie eine verkörperte KI funktioniert, rechts sehen wir, wie die rein datengetriebene KI nie in der Lage war, den Schlüssel ins Schloss zu bringen. Das heißt, dieser große Fortschritt in der verkörperten KI ist von zentraler Bedeutung, um überhaupt aus der rein digitalen Welt in die physische, in die physikalische, in unsere Welt zu kommen. Das heißt, das Verständnis des Menschen, das Verständnis der Umgebung ist von ganz zentraler Bedeutung und nicht nur sozusagen ein Nebenkriegsschauplatz, sondern es ist eine völlig neue Dimension, die eben gerade in der rein digitalen Welt in der Form noch nicht existiert. Wir alle wissen, wie limitiert durch die reine audiovisuelle Kommunikation in den technologischen Gegebenheiten, die wir heute haben, so ist. Ich glaube, die Interaktion in der physischen Welt, das lernen wir oder haben wir in den letzten Monaten ja gelernt, ist doch etwas ganz was anderes als das reine digitale Kommunizieren. Nun komme ich zum Thema der Geriatronik. Und in der Geriatronik dreht sich vieles oder alles sogar um die Frage des demografischen Wandels. Die große Herausforderung, der wir uns eben stellen wollen, hier im Geriatronikzentrum in Garmisch-Partenkirchen, das ist sozusagen eine zentrale Leuchtturminitiative der Ministry of Robotics and Machine Intelligence, der ich eben vorstehe. Dort geht es eben darum, Roboterassistenten für das selbstbestimmte Leben im Alter zu entwickeln. Und diese Roboterassistenten sollen es eben ermöglichen, ein Helferlein im Alltag zu sein. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Interessanterweise haben wir das Ganze eben sozusagen hier initiiert in Garmisch-Partenkirchen. Einerseits aufgrund der demografischen Pyramide, die wir hier vorfinden. Andererseits aber eben auch wegen all der vielen Partner, die wir hier vor Ort haben, mit denen wir gemeinsam nicht nur die Technologie und Wissenschaft vorantreiben, sondern eben auch mit dem Ökosystem an Partnern,
eben beispielsweise die Pflegeinstitutionen wie die Caritas, Klinikum oder auch andere Institutionen wie die Berufsschulen für Kinderkrankenpflege oder auch dann nach und nach eben anderen Partnern hier vor Ort eine Art von gesamtheitlicher Betrachtung dieser Thematik vorantreiben wollen, um dann eben aber auch partizipativ gemeinsam mit der Bevölkerung, dann gerade erst vor 2 Wochen beispielsweise der Tag der offenen Tür, wo man eben auch wirklich erfahren kann, wie die Technologie funktioniert, um dann eben nach und nach Technologien zu entwickeln, die wirklich den Realeinsatz sozusagen standhalten. Und wichtig ist eben da, dass wir an der Stelle einen neuen Weg geben, gerade in der Grundlagenforschung und die Vision, die Mission von Beginn an mitdenken und damit eben dann auch wirklich grundlegende Fragestellungen in der verkörperten KI eben überhaupt erst zu beantworten. Ganz wichtig, wir schauen uns eben die verschiedensten Phasen an. Wir fokussieren uns vor allen Dingen im Moment auf die Frage des selbstbestimmten Lebens in den eigenen 4 Wänden. Wir wollen auch das Thema Telemedizin ganz zentral vorantreiben, aber auch die Aus- und Weiterbildung, gerade der Gesundheitsberufe, eine Aufwertung beispielsweise der Pflegeberufe ist uns da von ganz großer Wichtigkeit. Und natürlich ist es auch von zentraler, wenn nicht sogar der größten Bedeutung, dass diese Technologie eben so entwickelt wird, dass sie genau für die Menschen, denen sie helfen soll, eben entwickelt wird, aber auch eben genau mit diesen Menschen entwickelt wird. Und genau das tun wir hier. Wir laden Senioren zu uns ein. Jetzt in der Corona-Krise natürlich einiges schwieriger, als es vor der Corona-Krise war. Aber genau diese Art von Forschung betreiben wir hier, um dann eben nach und nach intelligente Systeme, intelligente Werkzeuge für den Alltag zu entwickeln, die vielerlei sozusagen Sinn und Zweck eben bringen sollen. Ich zeige Ihnen hier ein Visionsvideo, was wir vor einigen Jahren erzeugt haben, einfach um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist unser Ziel. Wir hatten damals einfach ein paar Beispiele auch in Real implementiert. Und wichtig ist eben sozusagen der erste Sinn und Zweck dieser Technologie, das kleine Helferlein. Kleine Helferlein im Alltag, das uns eben dann beispielsweise beim Schuhe anziehen helfen soll oder eben beim Aufstehen die Tür öffnen und andere Tätigkeiten eben ermöglichen soll. Ganz wichtig ist natürlich nicht nur das autonome Helferlein, sondern insbesondere auch, und ich glaube heutzutage in der Corona-Krise ist das nun gar keine Zukunftsvision mehr, dass wir das haben wollen, sondern der Roboter als Körper des Arztes, der im Notfall sozusagen die Verkörperung des Menschen vor Ort beim Patienten ermöglichen kann, um so eben sozusagen erst in dem Beispiel jetzt hier die Erstversorgung, die Notfallversorgung durchzuführen. Der Mensch klingt oder der Arzt aus hunderte Kilometer Entfernung klingt sich in den Roboter ein, in die Maschine, benutzt sie als Avatar, fährt zu den Patienten in diesem Beispiel hin und ist dann eben in der Lage, eine Erstdiagnose stellen zu können. Das heißt, die Grundidee ist nicht nur audiovisuell, wie wir jetzt miteinander zu kommunizieren, sondern insbesondere eben auch sozusagen den Roboter zu nutzen, das Bewegen, das Interagieren, das Werkzeugroboter, um sozusagen sich selber, in diesem Fall den Arzt, eben in diese Szenarien zu transportieren. Ganz wichtig ist an der Stelle natürlich, dass wir auch darüber nachdenken, wie kann eben da auch Big Data eingesetzt werden. Und jetzt wollen wir eben an der Stelle eben Ihnen ein kleines Realbeispiel zeigen. Das haben wir jetzt hier vorbereitet. An der Stelle würde ich jetzt sozusagen den Gami begrüßen und Ihnen ein kleines Beispiel zeigen, wie er denn so funktioniert. Ich hoffe, Sie sehen das halbwegs im Realeinsatz. So. Gami, wach auf. Bist du da? Ah ja, Gami wacht auf. Ja, genau, streck dich mal ein bisschen. Hallo. Ja, das ist Gami. Der Name ist, glaube ich, relativ einfach und intuitiv. Gami, sag doch bitte Hallo zu all den Zuschauern an der Körperstiftung, die jetzt hier zugeschaltet sind. Sie sehen, die Vision ist nicht mehr nur noch eine Vision, sondern der Roboter ist hier. Und jetzt wollen wir Ihnen ein kleines Beispiel zeigen. Ich bitte den Kollegen Tröbinger. Professor Tröbinger hat ein kleines Problem. Wir werden jetzt mal zeigen, wie wir die Visionsdarstellung von gerade in Real auch durchführen können. Herr Tröbinger, wo drückt denn der Schuh? Ja, er bleibt stechen in der Brust und bekommt sehr schlecht Luft. Okay, ich hoffe, Sie haben es gehört. Also stechen in der Brust, bekommt schlecht Luft. Jetzt würde ich sagen, rufen wir doch mal den Herrn Dr. Elsner an, dass Herr Dr. Elsner sich das mal anschauen kann. Gami, rufst du bitte Dr. Elsner mal an. Sie sehen, schauen wir mal, ob der Herr Doktor dran geht. Herr Dr. Elsner, grüß Sie.
Herr Dr. Elsner, Herr Tröbinger bräuchte einmal die Diagnose, hat ein Stechen in der Brust. Was können Sie, könnten Sie da sozusagen mal zeigen, wie das System eingesetzt wird, um da jetzt eben eine Diagnose mal durchzuführen? Wunderbar. Also jetzt sieht man eben, wie Gami, der zweiarmige Humanoid, nach hinten greift und eben ein Stethoskop nach vorne bringt. Das Stethoskop eingesetzt wird. Der Doktor hat sich quasi hier eingeklinkt. Über den Gami steuert den über entsprechende Eingabegeräte und kann jetzt sich eben zu Herrn Tröbinger bewegen, um eben dann die entsprechende Diagnostik durchzuführen. Man sieht, wie er jetzt auch relativ einfach und intuitiv das mobile System steuert, eben zum Patienten sich bewegt und genau das, was wir gerade in einer reinen Visualisierung gesehen haben, in real eben durchgeführt wird. Und das Wichtige ist eben jetzt in dem Beispiel, dass es nicht nur so ist, dass die Bewegung durchgeführt wird, sondern auch, dass der Roboter die Kräfte über sein Feingefühl an den Arzt eben rückkoppelt und dementsprechend der Arzt in der Lage ist, zu spüren den Widerstand des Menschen an der Stelle, um damit eben feinfühlig, wir wissen ja alle, die taktile Wahrnehmung ist in der Medizin von zentraler Bedeutung, um da eben jetzt eine entsprechende Diagnostik durchführen zu können. Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank, Mario. Vielen Dank, Jean. Ja, wie Sie sehen, ist das alles eben keine Zukunftsmusik mehr, sondern wir sind so weit, dass diese Technologie bei uns im Labor funktioniert, erste Feldstudien auch in der Planung sind und wir eben die Idee des Avatars ins Zentrum setzen, um eben sozusagen nicht nur audiovisuell zu kommunizieren, sondern den Körper in der Ferne zu besetzen, als Arzt in dem Beispiel, um damit eben die Fähigkeiten des Arztes an einen entfernten Ort zu transportieren. Diese Dinge werden auch ermöglicht, beispielsweise durch 5G-Technologie, durch schnelles Internet. Das heißt, die Idee, die wir hier sehen, ist, wir waren die ersten weltweit vor einigen Jahren, die eben verschiedene Roboter miteinander über 5G verbunden haben, um damit eben eine Bewegung auf der sozusagen einen Halbkugel der Erde auf die andere Seite der Halbkugel der Erde zu transportieren. Genau das, was wir hier gerade gesehen haben, der Arzt transportiert seine Bewegung an einen anderen Ort und das Ganze eben nicht nur mit einem Roboter, sondern theoretisch mit ganz vielen Systemen, die sich sozusagen koordinieren. Das heißt, ein Mensch auf der linken Seite hier benutzt mehrere dieser Systeme als Fernkörper, könnte man sagen, als Avatar, um dann eben sozusagen auf einem anderen oder in einer Entfernung zu wirken, zu interagieren. Und genau mit diesen Möglichkeiten ist es dann eben möglich, genau was wir hier jetzt auch gerade gesehen haben, beispielsweise die Medikamentierung, Service-Tätigkeiten und so weiter eben durchzuführen. All die Dinge, die wir in der Vision gesehen haben und jetzt eben in der Realimplementierung und in den ersten sozusagen Feldstudien mit Senioren hier vor Ort eben durchführen. Ganz wichtig ist, glaube ich, und das möchte ich an der Stelle nochmal klar unterstreichen, diese Dinge werden wirklich mit den Senioren entwickelt, die Technologien werden mit ihnen validiert, sie werden aber auch von ihnen beispielsweise gesteuert. Lokale Ärzte unterstützen uns wirklich bei der Entwicklung der Technologie, um wirklich auch eine Alltagstauglichkeit zu ermöglichen von dieser bis vor kurzem eigentlich noch gar nicht möglichen Technologie. Ganz wichtig ist natürlich nicht nur die Roboter, sondern auch die Umgebungen, in denen sie sich befinden. Ein Stockwerk über mir befindet sich die sogenannte Geriatronikwohnung. Dort ist eben auf der linken Seite sehen wir die ursprüngliche Planung, auf der rechten Seite dann die Realwohnung, wo wir die Systeme im Real oder in einer möglichst realnahen Umgebung eben testen, einsetzen und dort mit den Senioren verproben. Das Ziel soll jetzt aber nicht nur sein, die Technologie sozusagen zu entwickeln, sie zu verproben, sondern auch nach und nach hin zu einem kompletten Campus zu entwickeln, in dem eben das selbstbestimmte Leben im Alter in all seinen Facetten nicht nur beforscht, sondern auch in der realen Umsetzung sozusagen in der Feldstudie analysiert wird und wir da eben auch als Forscher, als Entwickler, als Technologen Technologie so nah wie möglich an den Bedarfen, an den Bedürfnissen und an den gesellschaftlichen auch Bedürfnissen, nicht nur den individuellen Bedürfnissen eben entlang entwickeln können. Das Ganze hat natürlich viele, viele Facetten und wenn ich noch ein paar Minuten sprechen darf, dann würde ich Ihnen noch ein, zwei Beispiele geben wollen, wo geht die Reise hin, um auch ein wenig sozusagen die Diskussion noch mal anzuregen, zu stimulieren. Weil natürlich ist die Geriatronik eine ganz fantastische und interessante Vision und Szenario. Die Frage, die sich aber, glaube ich, gleich stellt, ist, wenn wir das jetzt schon im Labor sehen und die nächsten Schritte doch schon klar sind, ja, was ist denn noch alles möglich? Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir wieder an der Frage sozusagen anknüpfen, Mensch und Maschine. Ich gehe sozusagen einen Schritt weiter, als wir den vor der Geriatronik hatten. Eine große Thematik, die uns auch vorantreibt, ist die intelligente Prothetik. Also stellen Sie sich vor, wir haben Wissen des menschlichen Körpers, wie er funktioniert. Wir haben eine sagen wir mal, eine Prothese, die in der Lage ist zu verstehen,
wie der Mensch funktioniert, dann wäre es doch theoretisch denkbar, eine Prothese mit künstlicher Intelligenz, die sich optimal auf den individuellen Körper des Prothesenträgers, des Amputierten in dem typischen Beispiel, eben einstellen kann. Und genau das haben wir getan. Wir haben genau diese Methoden der Robotik, der künstlichen Intelligenz, auch der Geriatronik eingesetzt, um dann eben ein Exoprothesensystem zu entwickeln, was wir jetzt hier sehen, was es eben erlaubt. Hier sehen wir links das typische, die typische Prothese, die man so kennt, eine sogenannte sequentielle Prothese. Die funktioniert so, dass sie quasi ein Gelenk nach dem anderen steuern und dann etwas greifen. Das ist eine sogenannte unkoordinierte Bewegung, das ist eine rein sequentielle Bewegung. Und wir sind jetzt eben über Methoden der künstlichen Intelligenz in der Lage, eine sogenannte koordinierte Bewegung durchzuführen. Also diesen Hampelmann sozusagen in der Prothese zu implementieren, damit die Prothese optimal auf den Träger der Prothese eingeht und seinem Wunsch sozusagen folgt. Im rechten Beispiel sehen wir eben, wie die Flasche gleich beim ersten Versuch gegriffen wird. Und diese Ideen, wir haben das deswegen auch ein bisschen ein Food for Thought, auch in viele Richtungen, haben wir jetzt kürzlich auch gesehen, das ist jetzt nicht invasiv gewesen, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, also sogenanntes Abgreifen von elektromyographischen Signalen. Das bedeutet, man misst sozusagen die Muskelaktivität, wenn man so möchte. Aber man könnte natürlich auch weiterdenken über sogenannte neuronale Implantate. Und da hat man vielleicht vor kurzem, einige von Ihnen werden das gesehen haben, die Show von Elon Musk, in dem er eben über sein Neuralink gesprochen hat, ein neuronales Implantat, was eben eingesetzt werden soll, um direkt auf dem Gehirn sozusagen die neuronalen, die Gehirnströme zu messen, um dann eben invasiv darauf die entsprechenden Erweiterungen oder auch Assistenzfunktionalitäten zu ermöglichen. Und da möchte ich nochmal Ihnen ein Beispiel geben, warum wir an der Stelle, glaube ich, auch in Deutschland wirklich tolle Voraussetzungen haben, hier auch Spitzenforschung zu machen. Und zwar an ein Beispiel, was vor über 10 Jahren passiert ist und wo ich jetzt auch persönlich sehr stark damals involviert und engagiert war. Das war das erste kontinuierlich gesteuerte neuronal gesteuerte Robotersystem weltweit. Was wir eben jetzt hier sehen auf der rechten Seite, ist eine tetraplegische Frau, die eben mit einem neuronalen oder einem Motorkortex-Implantat sozusagen ausgestattet ist und wir die neuronalen Daten, das heißt die Gehirnströme, abnehmen, um dann eben diesen Roboter auf der linken Seite so zu steuern, als wäre es ihr eigener Arm. Das heißt, die Frau denkt, das war schon bald 10 Jahre her, dass wir das publiziert haben, denkt sozusagen, es ist ihr eigener Arm, kontrolliert ihn kontinuierlich und greift das erste Mal nach 20 Jahren wieder in der realen Welt. Das heißt, diese Idee des Körpers ist natürlich ein ganz zentrales Grundkonzept in solchen ganz, ganz wichtigen Anwendungsszenarien, die natürlich noch Jahre in der Zukunft liegen. Aber ich denke, der Nutzen und wirklich die Nützlichkeit dieser Technologie ist offensichtlich, aber gleichzeitig auch große Fragen der ethischen Beantwortung, die dort beantwortet werden müssen. Und last but not least kommt sozusagen der letzte Schweif für den Moment, um eben jetzt hin zu einem Kollektiv zu gehen. Was passiert denn, wenn wir jetzt mehr und mehr Maschinen vernetzen? Was passiert, wenn wir Menschen und Maschinen miteinander in Verbindung bringen? Was sind denn da für grundsätzliche Gedanken möglich? Interessanterweise ist es so, dass wir uns dieser Frage seit einigen Jahren schon angenommen haben. Stellen Sie sich vor, das kleine Kind möchte jetzt, es ist sozusagen auf die Welt gekommen, den Schlüssel ins Schloss bringen. Und es ist jetzt nicht alleine, es kann es nicht, sondern es soll jetzt mit einem Kollektiv an Robotern, an Kollektiv an kleinen Geschwistern sozusagen, das Gleiche erlernen. Was wir jetzt hier sehen, ist eben sozusagen ein Maschinenlehrling, Herr Johansmeier, auch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns, kontrolliert sozusagen das komplette Kollektiv durch einen einzigen Arm, kann sozusagen durchs Internet greifen und all diese Systeme bewegen. Und jetzt ist die Aufgabe, dass diese kleinen Roboter mit Hand-Auge-Koordination und all den Möglichkeiten, die wir vorhin gesehen haben, eben jetzt gemeinsame Sache machen, sich sozusagen wie ein Kollektiv verhalten, die Schlüssel ins Schloss bringen, gemeinsam lernen und eben jetzt interessanterweise, wenn man das interne visualisiert, das ist der sogenannte digitale Zwilling dieser künstlichen Intelligenz, die sammeln dort quasi permanent ihr Wissen, Erfolg und Misserfolg, werden in einem Kollektiv gesammelt. Und interessanterweise ist es so, wenn sie dieses Kollektiv verbinden, dann ist der Lernerfolg extrem schnell. Viel schneller, als es jetzt sozusagen bei einem Einzelnen der Fall wäre. Man könnte sagen, was man hier sieht, ist die Weisheit des Kollektivs, der Beschleunigungseffekt der Lernkurve. Das heißt, wenn man viele Systeme zusammenschaltet, kann man mehr sein als die Summe der Teile. Um so in diesem Realbeispiel es eben zu ermöglichen, dass all die Roboter im Hintergrund, die alle andere Schlüssel, habe ich noch gar nicht gesagt, erlernen sollen als der Roboter hier im Vordergrund, ermöglichen und dieses Wissen sozusagen in Windeseile, wir reden jetzt nicht mehr von Minuten und Stunden und Jahren, sondern von wenigen Sekunden, in denen dieses Wissen erzeugt wird, an den Roboter vorne gebracht wird, um dann eben
sozusagen das erste Mal nach, was haben wir jetzt, Sekunde 20 in der Lage sind, etwas durchzuführen, wo ich vorhin gezeigt hatte, meine Tochter mit 5 Jahren und 7 Versuchen in der Lage war, das eben durchzuführen. Und diese Idee des Kollektivs ist ein zentraler Durchbruch in der Künstlichen Intelligenz. Ein letztes Beispiel, um Ihnen das näher zu bringen. Stellen Sie sich vor, der einfachste Organismus, der in der Lage ist, etwas zu lernen, etwas zu vergessen, soll 100.000 Aufgaben durchführen. Das würde 100% der Aufgaben entsprechen. Wenn der pro Aufgabe 1 Stunde braucht, um die durchzuführen, dann ist das natürlich eine Zeit von 100.000 Stunden, um das zu ermöglichen. Wenn Sie sich jetzt den Menschen anschauen, die haben die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, dann ist es natürlich so, dass er an einem bestimmten Punkt, wie eben eine Geschwindigkeitszugewinn in der Lernfähigkeit oder im Lernerfolg eben verzeichnen. Das ist sozusagen Lernen aus der Erfahrung. Interessanterweise wurde oft behauptet oder wird oft sozusagen hypothetisiert, dann lass uns doch ganz viele Menschen zusammenschalten und kriegen wir dann auch so einen zweiten Tipping Point. Interessanterweise, wenn wir einfach nur parallelisieren, dann ist es einfach nur eine lineare Verschnellerung. Und die Lösung ist, genau wie in dem Beispiel der Roboter, bei Menschen das Gleiche, die Vernetzung. Sozusagen die Knowledge Generosity, das Teilen von Informationen, das Teilen von Wissen. Das heißt, eine Gesellschaft, die auf Wissen aufbaut, aber nicht auf dem sozusagen auf dem Behalten und für sich Behalten von Wissen, sondern auf dem Konzept, dass man Wissen teilt. Und wenn man das tut, dann kriegt man eben genau diesen Tipping Point. Und ich hoffe, mit diesem sozusagen positiven Analogon habe ich ein wenig gezeigt, dass es eben nicht nur möglich ist, sozusagen aus Erfahrung zu lernen und ein großer, großer Meister seiner Kunst zu sein, sondern als Gesellschaft, als sozusagen Kollektiv, was im positivsten aller Sinne miteinander arbeitet, sind wir in der Lage, die Dinge schneller anzupacken und vielleicht auch an größeren Problemen als ich, die Ihnen heute so mitgegeben habe, unserer Gesellschaft, unserer ja, modernen Welt zu arbeiten. Vielen Dank. Ja, der Dank ist ganz unserer, Herr Professor Haderding. Das war großartig. Sie sind nicht nur ein ausgewiesener Grundlagenforscher, haben wir verstanden. Sie sind auch ein ganz praktischer Forscher, der die Zielgruppe einbezieht. Aber Sie sind außerdem auch ein genialer Vermittler. Also ich bedanke mich im Namen eines, glaube ich, sehr großen Publikums heute Abend. Ich habe jetzt auch tatsächlich verstanden, was ein feinfühliger Roboter sein könnte, der das Verständnis des Menschen sozusagen lebt. War jetzt doch so, dass wir ein sehr lebendiges Bild haben von der Robotik. Jetzt sagen Sie, wir sind schon sehr weit. Es ist ganz vieles möglich. Sie haben auch praktische Beispiele gegeben von der Prothetik über das Leben zu Hause. Aber Serienreife, da sind wir noch weit entfernt sozusagen. Also wann würden Sie sagen, sind jetzt wirklich für das Selbstständige, das gute Leben im Alter intelligente Maschinen, wie eben von Ihnen beschrieben, in einem Einsatz, ja, der den Alltag vieler wirklich spürbar verändert? Ja, eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, dass die Antwort ist sozusagen nicht nur rein technologischer Natur. Ich müsste da ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Ich glaube, das eine ist sozusagen, das haben Sie, glaube ich, ganz, ganz wunderbar gesagt, eben diese Idee des Menschen zu nutzen, um eben die Maschinen, denen ein Verständnis des Menschen abzugeben, um dann eben auch ein sinnvolles Werkzeug oder irgendwann auch ein gewisser Partner an der Stelle, ein nützliches Meinzelmännchen, sage ich mal, zu werden. Da sind wir sehr weit, ist in der Tat so, das kann ich nur bestätigen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass diese Vision beispielsweise des Garmis in den eigenen vier Wänden natürlich schon noch einige Jahre weit weg ist, jetzt da an der Stelle gar nicht aufgrund von nur technologischen Herausforderungen. Natürlich gibt es da ganz große, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch die Frage der Akzeptanz. Die Gesellschaft muss natürlich bereit sein. Die habe ich mir natürlich auch notiert hier. Ja, und das ist natürlich von zentraler Bedeutung. Ja. Ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen darstellen, dass die Akzeptanz der Menschen uns ganz wichtig ist. Und im Gegenteil, wir wollen sie nicht nur sozusagen erzeugen, sondern wir wollen auch die Menschen mitnehmen. Wir wollen sie eigentlich auf diese Reise mitnehmen und mit ihnen gemeinsam auch diese Zukunft erzeugen. Ja. Umso spannender natürlich genau die Frage, was machen jetzt, Sie haben ja wirklich eine Musterwohnung, was machen Ältere, die selber betroffen sind? Akzeptieren die Technik? Braucht es nur eine gewisse Lernzeit? Was ist aber auch mit Angehörigen? Was ist mit dem ganzen Ökosystem, das Sie beschrieben haben, aus Ärzten, aus den Wohlfahrtsverbänden, aus allen, die beteiligt sind, auch Kommunale? Unser Publikum besteht heute ja sehr oft aus kommunalen Vertretern, aus dem Rathaus. Sind die Leute zu gewinnen in der Kommune? In Garmisch offensichtlich ja.
Ja, Sie haben die Antwort quasi schon gegeben, aber ich glaube, die Antwort, wollte ich gar nicht. Die ist, ja, nein, das ist ja auch das Fantastische an dieser ganzen Initiative, dass wir eben nicht wie ein Fremdkörper der Forschung in dieses System sozusagen eingepflanzt wurden, sondern dass wir wirklich gemeinsam, ich erinnere mich noch an meinen ersten Vortrag 2016 im Marktgemeinderat, wo ich über das Thema der Vision berichtet hatte und es war hochinteressant, wie die Reaktionen waren und wie natürlich so einerseits die Hoffnungen, aber auch die Skepsis, das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, wir haben über die Jahre ein sehr vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut und es wird ja auch wirklich unterstützt hier von der Marktgemeinde. Und natürlich ist es aber auch eine Aufgabe, der man sich stellen muss. Forschung ist natürlich, lebt davon, sozusagen 15 Jahre lang eine Sache zu machen und das wirklich sozusagen mit Scheuklappen. Aber gleichzeitig müssen wir hier jetzt eben dafür sorgen, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und da eben auch wirklich uns anstrengen, Formate zu finden, die eben partizipativ sind. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie hatten nämlich so ein bisschen gefragt, ja, wie ist denn die Akzeptanz? Die Frage ist gar nicht absolut zu beantworten, sondern die ist immer eine Prä- und eine Postfrage. Das heißt, wenn Sie typischerweise die Senioren fragen, bevor wir mit ihnen sozusagen oder bevor wir ihnen zeigen, wie die Technologie funktioniert, wofür sie da ist, dann ist natürlich eine gewisse Skepsis, teilweise auch eine Furcht. Interessanterweise ist es aber in der Regel immer so gewesen, dass über die Interaktion, über das Zeigen, wirklich erfahren, begreifen, man sagt ja auch begreifen, kommt ja auch von wirklich greifen. Und das merkt man, wenn die Menschen die Roboter in die Hand nehmen und sehen, wie wir da wirklich auch deren Bedürfnisse an vorderste Front stellen. Und diese Visionen, die ich Ihnen da gezeigt habe, die sind ja nicht Visionen, die ich mir jetzt überlegt habe. Im Gegenteil, das sind alles Bedürfnisse, die wir sozusagen kristallisiert haben in ein Szenario, wo sich einfach ganz viele Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen, den zu Pflegenden selber, den Senioren natürlich sowieso, aber vor allen Dingen auch, und das finde ich ganz wichtig, eben den Pflegekräften, ja, also dass die auch uns wirklich Feedback geben, ja, was nützt ihnen denn überhaupt, was können sie sich denn vorstellen und uns ganz ehrlicherweise auch manchmal sagen, also da habt ihr jetzt aber wirklich etwas geschaffen, was wir nicht besonders nützlich finden. Und dann ist das ein sehr wertvolles Feedback. Und das ist natürlich immer schade. Als Technologe möchte man ja immer, dass die Dinge nur positiv gesehen werden. Aber ich glaube, wenn man sich da einfach in Anführungszeichen auch diesem kritischen Auge und der kritischen Erfahrung stellt, dann ist es wie immer. Auch wenn Sie Chirurgieroboter entwickeln, ist das die gleiche Frage. Ja? Die Ärzte müssen das System nutzen, nicht wir. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht, um noch einen Satz an der Stelle hinzuzufügen. Ich war ganz überrascht, vor 2 Wochen kam eine Studie raus von der Bitkom. Da hatte ich mich total gewundert. Also ich habe damit einfach nicht gerechnet. Da wurde, also vor 2 Jahren waren immer die Umfragen doch eher noch auf der, das war, ich sag mal 50-50, wenn überhaupt. Also möchte man KI, Robotik in der Pflege einsetzen. Und jetzt ist es in der Tat so, dass die Nummer 1 mit über 75% Zustimmung oder Wahl war eben die Gesundheit, die Pflege, in welchem Bereich wollen wir denn die Künstliche Intelligenz als Gesellschaft haben. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass diese Art von Forschung, diese Art von Technologieentwicklung, der sie auch wirklich mit den Menschen sprechen und reden und auch nicht einfach nur Anwendungen machen, sondern Grundlage mit einer gesellschaftlichen Mission, das ist etwas völlig anderes in meiner Vorstellung als wissenschaftlichen oder einer wissenschaftlichen Herangehensweise, ist ganz zentral, dass sie wirklich diese Vision runterdeklinieren auf konkrete wissenschaftliche Fragestellungen und dann fokussieren sie sich auch ganz anders. Und ich glaube, das merken auch die Menschen, dass das eben jetzt kein Münzwurf, der da passiert, sondern das ist wirklich ein sehr intensiver Prozess, den wir über Jahre betrieben haben und immer noch weiter betreiben. Und ich glaube, auch ganz zentral ist eben auch, dass wir mit den Pflegekräften beispielsweise Ausbildungskurricula weiterentwickeln werden. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja. Weil wenn die Systeme nicht benutzt werden können, dann ist das alles schön, aber dann ist die Akzeptanz auch nicht gegeben. Das heißt, das sind nicht so ganz einfache Antworten, sondern eher systemische Zusammenhänge, die man an der Stelle dann auch nicht trivialisieren sollte. Und natürlich auch im Blick haben muss über die eigene Forschung zur Maschine hinaus. Geben Sie uns noch mal einen ganz konkreten Eindruck, Herr Harte, von der Wohnung, von der Sie sprachen, die über Ihnen ist. Da lebt jemand tatsächlich? Ach so. Also, dass wir das einfach mal so wirklich vorstellen können, weil ich sage noch mal, hier sitzen wirklich viele Vertreter aus Kommunen, die sich vielleicht jetzt auch fragen, man kann da bei uns was Einzug halten, was müsste ich dafür bereithalten, um was geht es da? Oder auch vielleicht ältere Menschen, die sagen,
Ich würde schon akzeptieren, aber was würde mich dann erwarten? Ja, okay. Also das vielleicht nochmal ganz kurz erläutert an zwei Beispielen oder an zwei konkreten Aspekten, die ich vielleicht noch gar nicht so erläutert habe. Also ganz wichtig in dieser Mission mit dem GAMI und dieser, sagen wir, Roboterassistenten für selbstbestimmte Leben im Alter, entlang dieser Mission versuchen wir wirklich auch konkrete Technologien sozusagen herauszulösen, die nicht jetzt nur in 10, 15 Jahren sozusagen möglich wären, sondern die auch im Hier und Jetzt wirklich Einsatz finden, die jetzt klinisch validiert werden und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, die sind weitaus realer, als man das denkt, wenn man nicht immer nur in Anführungszeichen die große Vision verfolgen möchte. Also ein Beispiel, wir haben eben jetzt im Moment die Planungen von einer klinischen Studie eben sozusagen des Telepräsenzsystems, was wir gerade gesehen hatten, des Arztes, der sozusagen sich mit dem Patienten verbindet, mit dem Senior, mit der Seniorin und das eben in einer klinischen Studie mit Einarmsystemen. Das heißt, sehr viel einfacher als ein komplettes humanoides System. Das bedeutet, diese Dinge wären, wir reden da jetzt von ein paar Jahren vielleicht, theoretisch kommerziell einsetzbar. Das heißt, sie könnten dann wirklich so etwas auch erwerben. Die Wohnung ist natürlich so ausgelegt, dass wir im Moment uns damit beschäftigen, was gibt es denn hier wirklich konkret an sogenannte Ambient Assisted Living Möglichkeiten. Das ist auch insbesondere diese Stiftung und die gemeinnützige GmbH, die hier vor Ort uns unterstützt. Das ist sozusagen die Marktgemeinde, die sich damit beschäftigt, wie können wir nicht nur jetzt sozusagen die Forschung unterstützen, sondern auch ganz konkret, welche Technologie gibt es im Hier und Jetzt, was kostet sie auch und wie kann man sie einsetzen, berät dort auch. Völlig sozusagen kostenfrei. Und ganz wichtig ist, wir versuchen anhand dieser konkreten sozusagen Realsituation in Anführungszeichen die Infrastruktur von morgen bereits jetzt mitzudenken, weil wir anhand dieser Wohnung, da wohnt jetzt eben noch keiner, das ist eine Testwohnung, in der wir Feldstudien machen. Aber, und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, das hatte ich gar nicht gesagt, und danke, dass Sie da auch nochmal nachhaken, in dem Campus-Konzept, das ich vorhin kurz erläutert hatte, dort ist eben ganz zentral geplant, diese Testwohnungen, die wir noch in der Konzeption sozusagen jetzt entwickeln, gemeinsam eben mit den verschiedenen Interessensvertretern hier vor Ort, soll dann eben konkret überführt werden in eine reale Wohnung, in der dann auch wirklich Senioren tagtäglich wohnen sollen oder wohnen werden und wir eben dann auch die Technologie hoffentlich so weit haben, dass sie dann eben im Piloteinsatz in einer Realwohnung eingesetzt werden kann. Also das ist in der Tat unser, ich will gar nicht sagen langfristiges Ziel, sondern wirklich kurz- und mittelfristiges Ziel. Ja, wunderbar. Ich habe noch eine Frage, bevor ich es dann gerne öffnen würde für die Fragen, die aus dem Publikum inzwischen eingetroffen sind, nämlich das Stichwort Corona. Wir werden morgen auf dem Körperdemografie-Symposium schon auch die Frage stellen, altersfreundlich leben in Zeiten dieser Pandemie, die so viel obsolet gemacht hat, was vorher für gutes Leben im Alter galt. Das wird sicherlich morgen immer wieder konstatiert werden, dass uns Corona ja vor allem auch offenbart, was eigentlich bislang schon nicht richtig gut gelaufen ist. Also es ist jedenfalls in der Zeit jetzt schonungslos, dass Missstände offengelegt werden. Um Ihre Forschung noch mal zum konkreten Beispiel plastisch zu machen, was könnte womöglich mit KI, mit Robotik jetzt in der Bekämpfung der Pandemie für Ältere oder auch darüber hinaus wirklich konkret anders sein? Also wo müssten wir jetzt nicht einfach verzweifeln, sondern hätten vielleicht sogar so ein Window of Opportunity, wo wir jetzt Missstände sehen, wo es zu spät ist zu reagieren, wo könnte da ein Einsatz sein? Ja, also ich habe es bewusst sozusagen in meiner Erläuterung jetzt mal nicht zum Zentrum gemacht, weil ich wirklich jetzt nicht diese, sagen wir mal, die große Thematik jetzt an der Stelle ausnutzen wollte. Ja. Ich glaube aber, dass die Nützlichkeit unserer Technologie nahezu offensichtlich wird in Zeiten der Krise. Also wir hatten, ich gebe Ihnen zwei Beispiele, also jetzt gar nicht irgendwie ganz fern in der Zukunft, sondern wir haben ich selber habe ja auch mein Unternehmen gegründet und arbeite natürlich auch immer eng mit denen. Und wir haben eben relativ früh in der Krise uns überlegt, ja, was können wir denn wirklich konkret tun? Und haben dann im Prinzip einen Abstrichroboter entwickelt. Das kam dann aus der Idee, weil mein Vater ist Arzt und der wurde dann aus dem Ruhestand schon fast geholt, um jetzt irgendwie Abstriche zu machen. Und das als Risikogruppe mit drei großen Risikofaktoren. Und dann haben wir gesagt, das kann ja überhaupt nicht angehen. Also wie kann denn das jetzt irgendwie ein Ergebnis sein, dieser Krisensituation oder dieser Krisenanalyse und Krisenbewältigung? Und haben dann im Prinzip gezeigt, dass wir das automatisiert durchführen könnten, mit absolutem Schutz für medizinisches Personal und natürlich auch extrem wiederholgenau und auch sicher und sensibel für die Abstrichentnahmen, also für den Patienten selber.
So, und das ist, glaube ich, ein ganz einfaches Beispiel. Ist aber noch nicht im Einsatz. Doch, wir haben klinische Studien gemacht, aber es wurde jetzt nicht, noch ist es nicht so, dass es flächendeckende Einsatz gab. Wir haben die Studien gemacht. Wir haben auch ein System entwickelt, was in der Firma zum Beispiel immer genutzt wird, damit die Leute ihre Abstriche machen, das ist auch zugelassen. Das andere Beispiel, also im flächendeckenden Einsatz, würden Sie sozusagen ein Monitoring, ein Flächen... Moment, ich zeige es. Ja. Oh ja. Ich kann Ihnen kurz mal was zeigen. Ich habe es ja, glaube ich, sogar dabei irgendwo. Genau. Ja, das... Achso, ja, wir haben Zeit, das ist alles prima. Genau, ich hoffe, ich mache jetzt hier keine unschönen... genau, hier sehen wir jetzt ein Beispiel. Ja, also das, da wurden die im Außenbereich der Caritas die Abstriche genommen, was wir jetzt hier sehen. Ja, super. Moment. Danke für diese Spontanität, dass Sie das auch mit uns teilen. Gerne, gerne. Ja. Also hier sehen Sie im Prinzip die klinischen Versuche außerhalb des Rechts der ISA, das ist die Uniklinik. Dort haben wir eben den Roboter jetzt quasi eingesetzt, genau dafür, um eben, das waren die ersten klinischen Versuche, um eben dann die Nasenrachenabstriche zu nehmen. Und hat funktioniert. Ja, 100% Übereinstimmung mit den ärztlichen sozusagen Abstrichen. Also wir haben quasi Arzt und Roboter verglichen, haben beide eben durchgeführt, um dann eben zu schauen, welche Ergebnisse kommen. Die Übereinstimmung war 100% in dieser spezifischen Studie. Das war natürlich eine erste. Und hier sieht man eben auch, sagen wir mal, natürlich den großen Aufwand. Das ist schon, das war ganz zu Beginn der Krise. Wir haben versucht, so schnell wie es geht, da wirklich helfen zu können, um dann eben zu zeigen, wie so etwas aussieht. Ich spule mal ein bisschen vor, genau. Achso, und was auch ganz interessant ist, es waren nicht nur Ärzte, sondern es war allgemein Personal des Klinikums, das auch getestet wurde. Und hier sieht man eben natürlich jetzt diesen Abschnitt. Ja. Okay. Und dass Sie da ein Feingefühl brauchen, ist ja offensichtlich. Das wäre natürlich sonst auch wirklich, könnte ja zu Verletzungen führen. Und wichtig ist eben auch, dass der Roboter durch sein Feingefühl genau merkt, wie tief er eben auch in den Rachen, in die Nase eindringen muss, um dann eben auch einen sauberen Abstrich nehmen zu können. Also ich glaube, das ist wirklich ein guter Moment, jetzt an die Zuschauer zu übergeben. Spätestens jetzt müsste jeder von der Nützlichkeit sozusagen ihres Tuns doch sehr überzeugt sein. Ich bin sehr gespannt. Jetzt muss ich den Kollegen Jonathan Petzold fragen, ob wir jetzt skeptische Nachfragen, einfach interessierte Fragen oder auch vielleicht Zustimmung geerntet haben. Jonathan. Ja, zunächst von mir auch, Herr Professor Haladin, vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag, und auch die Zuschriften aus dem Publikum sprechen dafür, dass wir sehr viel Interesse geweckt haben, und die Fragen, wie Frau Heiß das schon angekündigt hat, beziehen sich doch sehr auf die Praxis. Unser Publikum ist noch eindeutig praxisbezogen. Es gab einige Fragen, die sich tatsächlich auf die Akzeptanz bezogen, die Akzeptanz unter Einbeziehung der Betroffenen, der Angehörigen und der Pflegenden. Sie sprachen da bereits drüber. Könnten Sie da noch mal ein bisschen konkreter werden, wie man sich das genau vorstellen kann, dass Ältere dort direkt einbezogen werden und ihre Familien auch direkt einbezogen werden? Ja, also im Prinzip wird das beispielsweise allein schon an der Form des Roboters. Also wir haben die Form des Roboters gemeinsam mit Akzeptanzforschern entwickelt. Also wir haben wirklich allein schon die Physiognomie des Systems wurde eben sozusagen mit Senioren evaluiert. Wir haben verschiedenste, also es waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Formen sozusagen ausprobiert. Was wird akzeptiert? Was wird auch, es gibt ja dieses berühmte Uncanny Valley. Also das bedeutet im Prinzip, zu nah am Menschen erzeugt dann eine Art von Gruseleffekt, könnte man schon sagen. Also das Erscheinungsbild muss einfach sympathisch, auch ein bisschen clumsy. Also verspielt, Kindchenschema. Ja, tollpatschig, genau. Also Kindchenschema natürlich auch. Mhm. Aber diese Tollpatschigkeit, die ist auch wichtig. Natürlich kann er was, aber er ist natürlich auch kein Mensch. Ja? Es ist natürlich noch weit weg, bis wir bei den menschlichen Fähigkeiten sind. Und das hat einfach dazu geführt, dass das Erscheinungsbild einfach grundsätzlich eben sehr viel akzeptierter wurde. Und das haben wir auch wissenschaftlich begleitet mit eben Akzeptanzstudien von Experten aus der Akzeptanzforschung. Das Zweite ist eben ganz wichtig bei den konkreten Szenarien. Sehen Sie, dass die Nützlichkeit, also die realen Bedürfnisse eigentlich immer an erster Stelle stehen. Das heißt, ein Telepräsenzszenario, stellen Sie sich vor, im Lockdown hätten Sie die medizinische Versorgung im Pflegeheim sicherstellen können. Sie könnten den Roboter einsetzen, um den Blutdruck zu nehmen. Sie könnten ihn einsetzen, um die Corona-Tests durchzuführen. Sie könnten ihn einsetzen, um
sagen wir mal, abzuhören, Auskultation eben durchzuführen oder auch beispielsweise Sauerstoffsättigung, also all die Standards, die sie normalerweise machen würden, da leuchtet auch jedem ein, dass es nützlich ist. Was immer getan werden muss, ist eben dieses Erklären. Einmal zu erklären, was tun wir da, wieso tun wir das, und dann ist die Akzeptanz in der Regel sehr schnell da, gerade weil diese konkrete Bedarf sehr intuitiv ist. Ja? Und wenn, also in der, deswegen habe ich Corona bewusst nicht gesagt, weil es da so offensichtlich ist. Wenn wir wieder zur Geriatronik noch weiterkommen, dann ist ein Beispiel, was wir jetzt noch nicht publiziert haben, aber was wir immer wieder zeigen im Moment intern, ist die sogenannte Fernreha, also Remote Reha oder Bewegungstherapie. Da ist es auch relativ einfach, dass die Menschen eben sofort, wenn sie merken, dass sozusagen der Physiotherapeut dadurch verfügbarer wird für sie und dass eben die Roboter eingesetzt werden, um ihre Bewegungstherapie durchzuführen, beispielsweise nach einem Schlaganfall oder auch grundsätzliche Mobilitätsverbesserung im Alter, dann ist auch die Nützlichkeit sofort da. Und dieses Wechselspiel, das müssen sie permanent durchführen. Und so wird eben sukzessive die Akzeptanz gesteigert. Die Akzeptanz wird nicht schlagartig wie ein Knopf wie ein Lichtschalter angestellt, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das ist einfach, glaube ich, auch die Botschaft, die ich versuche zu transportieren. Ich hoffe, dass das auch halbwegs in meiner Ausführung ankam, dass wir eben dann nicht glauben, dass wir jetzt irgendwie ein System entwickeln und dann ist es so akzeptiert oder nicht, sondern das Ganze passiert iterativ. Also wir entwickeln auch den Roboter immer weiter. Und natürlich, da muss man auch immer so ein bisschen um Verständnis werben. Wir sind auch immer wieder die Gefangenen unserer Zeit. Bedeutet, die Technologie braucht Zeit, um fortentwickelt zu werden. Das heißt, bestimmte Dinge, da müssen wir Abstriche machen, weil es an der Stelle muss man in Anführungszeichen zugeben, also es ist einfach wirklich, um es auch klar und deutlich zu machen, an der Stelle einfach Abstriche machen, weil wir es technologisch noch nicht können. Und wir versuchen einfach, schnellstmöglich Nützlichkeit sichtbar zu machen. Und Sie hatten gefragt, wie werden die Menschen eingebunden? Also wir haben ganz konkret Workshops mit Senioren, die wirklich zu uns kommen in größeren Gruppen. Den geben wir sozusagen, wir nennen es den Roboterführerschein. Die lernen im Prinzip innerhalb von einer Stunde Roboter zu programmieren und kleine Klötzchen von A nach B zu bringen oder einfache Aufgaben. Und wir haben das auch generationenübergreifend mit Kindern gemacht, also gleichzeitig. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Wir wollten eine große Studie gerade beginnen, als der Corona-Lockdown dann startete Anfang des Jahres. Das wird natürlich nachgeholt, aber da müssen wir, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt erstmal auf die Post-Corona-Zeit wahrscheinlich wieder warten oder das eben in kleineren Gruppen machen. Das ist gerade noch so die Entscheidungsfindung. Ganz wichtig ist eben auch die Interaktion mit Schulen. Das versuchen wir auch sehr stark voranzutreiben. Und aber eben auch, und das hatte ich vorhin, glaube ich, auch gesagt, mit eben den Seniorenheimbetreibern, Pflegeheimbetreibern, eben dort enge Kooperationen einzugehen und da eben dann auch, wenn es denn sich ergibt, auch mit den Angehörigen zu sprechen und dort auch den Bedarf abzufragen. Aber ganz wichtig, ich hatte vorhin auch die lokalen Ärzte angemerkt, die natürlich auch ihre Patienten und ihre typischen, Bedürfnisse haben, mit denen wir dann auch tagtäglich arbeiten. Also die kriegen sozusagen Büros bei uns und sind Teil des Teams und helfen uns wirklich im Alltag. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Ja. Tür auf, der Arzt kommt mit dazu, bringt seine Patienten, die er eben jetzt da auch ranführen möchte, und wir arbeiten einfach gemeinsam ganz offen und versuchen da wirklich ein ganz enges und vertrauensvolles Verhältnis einfach zuerst zu haben, um dann eben auch diese Blockade natürlich auch abzubauen, die immer am Beginn, muss man ganz klar sagen, besteht. Genau, aber meine Erfahrung ist, es funktioniert. Sie müssen es halt tun. Also man soll nicht so viel darüber reden. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine ganz ehrliche Kenntnis. Das ist ein guter Stichpunkt. Ich gebe dem Jonathan Petzer nochmal das Wort. Der hat nämlich noch weitere Fragen. Ja, vielen Dank, Herr. Ich rede zu viel. Nein. So war es nicht gemeint. Nicht zu viel. Vielen Dank, Herr Haddadi. Die Frage kam tatsächlich mehrfach. Insofern ist die ausführliche Antwort auch wirklich sehr gewünscht. Eine weitere Frage bezieht sich auf Kontrolle beziehungsweise sogar die Haftungsfrage. Wie wird gewährleistet, dass die AI und der Roboter nachvollziehbare Entscheidungen treffen? Und was passiert tatsächlich, wenn es zum Haftungsfall kommt? Wenn zum Beispiel falsche Medikamente gegeben werden oder es doch zu einer Verletzung kommt? Wer ist im Endeffekt haftbar für Fehler des Roboters? Ja, ist eine ganz, typische Frage, die wir immer haben als sozusagen Frage der, wer ist schuld? Wir lieben ja die Schuldfrage. Interessanterweise ist es so, dass in der Regel der Mensch immer schuld ist. Und das ist einfach ganz pragmatisch so, weil die Technologie ist natürlich jetzt keine Rechtsperson, aber das hat auch einen ganz anderen Grund, und zwar ist der sehr viel konstitutionellerer Natur, der, glaube ich, die Frage sehr viel besser beantwortet, als jetzt so salopp, dass ich jetzt mal bewusst gemacht habe. Die große Frage, die sich ja uns immer stellt, ist Autonomie oder Assistenz?
Und jetzt lüfte ich ein ganz großes Geheimnis, das gar keins ist. Die Autonomie, von der jetzt, glaube ich, so einerseits die Furcht, aber auch dann diese Erwartung von diese Maschine entscheidet. Das ist ja ein großes Wort, etwas entscheidet. Also das, es gibt zwar die Entscheidersysteme, also Recommender-Systeme und Planning nennt man das dann, also Planung. Da wird ja noch von Entscheidungen gesprochen, aber eine menschliche Entscheidung ist schon etwas anderes, ist eine maschinelle Entscheidung. Deswegen spreche ich auch in der Regel nicht immer von künstlicher Intelligenz, sondern es heißt auch Ministry of Robotics and Machine Intelligence, weil es einfach eine andere Form von Intelligenz ist. Ja, nur weil ich ein Konzept im Menschen verstehe, habe ich nicht ihn bis auf zelluläre, molekulare sozusagen verstanden. So, was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, dass diese Art von Frage stellt sich ganz oft erst in vielen, vielen Jahren, wenn überhaupt, weil es einfach diesen Autonomiegrad so noch nicht gibt. Das ist beim autonomen Fahren ein bisschen anders. Das ist auch ein sehr viel einfacheres Problem, wie ich ja mit der Zelle und der Manipulation eigentlich, glaube ich, relativ eindeutig versucht habe zu beantworten. Und was wir entwickeln, sind sogenannte Assistenzsysteme. Also wir versuchen eben nicht Substitut zu entwickeln. Im Gegenteil, wir entwickeln Werkzeuge, die befähigen. Und dann ist es im Prinzip so, der Mensch ist in charge und der hat die Verantwortung, ganz einfach. Und am Ende, die Verantwortung bleibt aber auch bei Ihnen. Also es ist nicht so, als würden Sie es abgeben. Ja. Der Roboter entscheidet nicht, welches Medikament gegeben wird. Das hat gefälligst beim Arzt zu bleiben. Das ist die Antwort darauf. Unser Publikum will noch mehr wissen. Genau, wir haben tatsächlich noch eine Frage zu Big Data, die Sie wahrscheinlich auch häufiger hören. Zuschauer fragt, ob und wie Big Data verwendet wird, um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz bzw. Maschinenintelligenz voranzutreiben und wie Sie persönlich dazu stehen, dass die Daten von Personen verwendet werden, die das möglicherweise gar nicht wissen. Okay, also das sind ja zwei Fragen. Das eine ist, glaube ich, die erste Frage ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. In der Medizin werden ja Daten und auch Algorithmen des maschinellen Lernens nicht erst seit einigen Jahren benutzt. Das ist schon lange Zeit, dass es so eingesetzt wird. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Überraschung, denke ich mal. Es ist aber durch die vielen Fortschritte in anderen, gerade im Social-Media-Bereich, in all diesen Themen, wo man sich auch ein bisschen immer fragt, braucht es das jetzt wirklich? Aber gut, dadurch ist es natürlich sehr präsent geworden und dann stellen sich gleich diese Fragen. Es ist aber so, dass gerade in der Bildgebung beispielsweise, ja, also beim Radiologen, der könnte ohne KI schon seit 20 Jahren nicht arbeiten. Wenn Sie ein Ultraschallbild sich anschauen, dann sind da ganz viele Algorithmen schon seit 20, 30 Jahren, die sozusagen da eingesetzt werden. Und viele dieser Themen sind de facto Big Data Algorithmen. Es ist aber so, ich glaube, und das ist der zweite Teil der Frage, wo es, glaube ich, auch wirklich jetzt relevant wird, da stellt sich dann gerade die Frage bei den Patientendaten, also bei all diesen personalisierten Daten, wie gehen wir damit um? Das heißt, da glaube ich, ist das eine große, also es gab ja gerade diesen Super-GAU in Finnland, wo ja viele Daten wohl über Hackerangriffe dann eben in den digitalen Patientenakten dann verfügbar gemacht wurden. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Das hat aber mit KI relativ wenig zu tun, sondern das ist Sicherheit von Daten. Das ist Security und das ist ein eigenes Thema, was extrem wichtig ist. Und das ist aber auch bei der physikalischen Patientenakte so. Ich habe letztens beim Arzt auch erlebt, wie jemand ohne irgendeinen Nachweis Datenbilder bekommen hat auf dem Stick. Da nützt dann der tollste KI-Algorithmus nichts, um das zu verhindern. Also da muss man, glaube ich, sich so ein bisschen auch davon lösen, dass man die absolute Sicherheit ohne klare Regeln und klare Vorgänge da ermöglicht. Ich finde es natürlich nicht in Ordnung, dass Daten eingesetzt werden, wenn sie sozusagen, also ohne es zu wissen. Also das ist ja gar keine Frage. Also um die Frage nochmal ganz klar zu beantworten. Also zweierlei Sachen, genau. Genau. Vielleicht um nur noch einen Satz da hinzuzufügen, weil ich glaube, das ist schon noch wichtig. Ich bin schon jemand, der glaubt an Fortschritt und Wissenschaft. Also ich glaube, das ist etwas, wo ich schon der Meinung bin, dass wir, wenn es der Gesellschaft nutzt und wir das auch irgendwie verantworten können, dann sollten wir es auch tun, weil wir einfach da im Namen und in der Verantwortung sind. Also eine Gesellschaft, wie wir in Deutschland nun mal haben, sollte Technologie nie sozusagen in eine sagen wir mal, Wertigkeit bringen, weil es ja an uns liegt, wie wir sie einsetzen. Also wie Sie und wie ich können das entscheiden, wie wir das tun. Und ich glaube, da möchte ich immer nur an der Stelle sehr darauf plädieren, weil ich diese Diskussion natürlich öfter führe, dass wir uns da nicht immer so aus der Verantwortung stehlen und immer dann so ein bisschen latent vorschlagen, dass da irgend so eine Maschine dann für uns das entscheidet. Also am Ende ist es immer irgendwo jemand von uns gewesen, der sozusagen diese wirkliche Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube, da sollten wir sehr viel mehr darauf achten, weil da habe ich ehrlich gesagt mehr, also als jemand, der sich da vielleicht ein bisschen auskennt, habe ich da eher meine Ängste und Sorgen. Ich glaube, mindestens eine Frage kriegen wir noch unter.
Genau, von den großen Daten dann doch eher zur konkreten Umsetzung. Sie sagen ja selbst, wir sollten es nutzen. Die Frage ist, können wir auch? Sprichwort Finanzierung. Ich zitiere einfach direkt. Wann rechnen Sie damit, dass der Einsatz von Robotern in Pflegeeinrichtungen bezahlbar sein wird? Oder von einer anderen Zuschauerin noch konkreter, Studienfinanzierung ist das eine, nachhaltige Finanzierung für alle das andere. Ja. Genau, ist richtig, ist nur keine Entweder-Oder-Frage, sondern es braucht die Studien, um überhaupt die nachhaltige Finanzierung überhaupt zu ermöglichen. Also wer auch immer die Frage gestellt hat, spricht mir natürlich aus der Seele. Also ich glaube, dass diese Frage, ja, die Antwort ist sehr politisch oder ist an die Politik zu richten. Weil ich glaube, technologisch ist vieles möglich und das zeigen wir auch tagtäglich. Das bin ja nicht nur ich, sondern ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die fantastische Arbeit leisten und immer wieder an der vordersten Front sozusagen zeigen, was alles möglich wäre. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dann doch immer wieder das Gesundheitssystem ja irgendwo auch einem immer wieder interessante Grenzen setzt, sage ich. Und dann versuchen wir natürlich, die Wege zu finden. Es spricht nichts grundsätzlich dagegen, dass das möglich ist. Also ist auch nachhaltig finanzierbar. Da ist die Technologie das letzte Problem an der Stelle, sondern es ist das Gesundheitssystem, das diese Dinge ermöglichen muss. Und ich glaube, das ist die einfachste Antwort. Wo sind die Grenzen, die die Politik Ihnen setzt? Also Nein, nicht mir, sondern die Frage ist ja auch... Der Wissenschaft, muss ja, in dem Fall der um Maschinenintelligenz. Nee, das war jetzt, also dann habe ich mich vielleicht nicht ganz, ganz akkurat ausgedrückt, das tut mir leid. Also ich meinte jetzt gar nicht so sehr in der Wissenschaft. Ich glaube, wir werden ja auch wirklich unterstützt. Das ist ja nicht so, als würde ich jetzt das Gefühl haben, die Dinge, die wir tun, werden nicht gern gesehen und unterstützt. Sonst würden wir nicht bis in die klinischen Studien kommen, das ist ja ganz klar. Natürlich kann man immer argumentieren, man braucht mehr und die Diskussion wollte ich jetzt nicht beginnen, sondern... Worum es mir geht, ist eher im Gesundheitssystem, werden die Systeme bezahlt? Sind die in den entsprechenden Katalogen? Werden die von den Krankenkassen unterstützt? Also ein Kollege von mir, kenne ich schon lange, ich gebe ein Beispiel, um das mal vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, hat ein fantastisches Unternehmen gegründet, kommt aus der wirklich Core-Forschung, ein System, um eben Schlaganfallpatienten oder Hüft-OPs früh zu mobilisieren, also ein Frühmobilisierungsbett, was über Robotik und KI Leute eben vertikalisiert und dann so früh wie möglich wieder in die Bewegung bringt und damit natürlich auch die Bewegungsfähigkeit überhaupt erst wieder auf die hohen Niveaus gebracht werden kann. Aber dieses Henne-Ei-Problem von Nützlichkeit zeigen und dann überhaupt in den Katalog aufgenommen zu werden, überhaupt von der Krankenkasse übernommen zu werden, all diese Fragen, die sind ja immer irgendwie über Jahre zu klären. Und das heißt, da hat man dann ganz oft das Problem, dass man einfach aus systemischen Problemen nicht aus der klinischen Phase rauskommt und dieser Schritt eben gegangen werden muss. Wenn wir die Technologie nicht wirklich auch unterstützen und wollen und das auch wirklich als einen Königsweg sehen, dann sehe ich da den Hauptblocker. Ich glaube, wir sollten sehr viel mehr darauf setzen und schauen, dass wir da einfach das unterstützen und eben mit der richtigen Verantwortungs-, sagen wir mal, Programmatik daran gehen. Weil am Ende muss man sich auch fragen, also jetzt um es ganz abzurunden, das Bild, also wenn wir es jetzt nicht machen und das mit unserer Moral und Ethik und den Ansätzen, die wir so vertreten, auch als Gesellschaft umsetzen, ja, dann gibt es halt in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist woanders. Ja. Dann setzen wir es halt als Konsumenten ein. Das Gesundheitssystem kriegen wir heute Abend nicht mehr als Ganzes abgehandelt. Ihren Forschungsoptimismus, den finde ich aber schon klasse. Das haben Sie uns ja auch im Vorgespräch sehr deutlich gesagt. Sie leitet keinen Forschungsauftrag, sondern schlicht die Neugier. Der Glaube, haben Sie jetzt gerade nochmal wiederholt, an Fortschritt, an Zukunft, an Wissenschaft. Warum aber dann das Thema Geriatronik? Warum demografischer Wandel? Warum Leben im Alter? Wir müssen Sie jetzt auch nicht vertiefen, aber warum landet man bei so einem Thema? Naja, das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Also mich treiben ganz viele Themen an, die unsere Gesellschaft betreffen. Ja. Also interessiert auch, wie ich Roboter einsetze, um Umweltfragen zu lösen. Oder mich stellt sich auch die Frage, ich hatte die Prothetik gezeigt, also auch die Zukunft der Arbeit. Ja. Mein Problem ist eher, dass ich zu viele Dinge spannend finde und meinen Beitrag leisten möchte. Ja, aber Sie haben uns heute damit auf jeden Fall angesteckt. Und deshalb möchte ich mit der letzten Frage auch noch eine Hoffnung verbinden. Die Frage lautet nämlich, wenn Sie 2030 wieder im Körperform reden, aber die Hoffnung wäre natürlich, dass das schon vorher der Fall ist. Herzliche Einladung schon heute. Aber was hätte sich in 10 Jahren von heute beim selbstständigen Leben im Alter verändert, unter anderem eben auch durch den Einsatz Ihrer Forschung und Ihrer Praxis? Ja, ich nehme mal an, bei der Antwort der Frage sind all die ungeklärten Fragen, die wir jetzt hier so, sagen wir mal,
im Raum jongliert haben, die werden positiv beantwortet, die Dinge werden umgesetzt. Die politische, das politische Wollen, wissenschaftliche, technologische Möglichkeiten, wird alles genommen. Exakt, das alles wird genommen. Alle hören. Ich versuche mal die, dann versuche ich mal die Positiv-Vision an der Stelle, also auch in dem Sinne, in dem ich das natürlich sehr gerne sehen würde, dass wir eben lauter kleine Helferlein in der Realität flächendeckend auch wirklich im Einsatz haben. Also wir haben die Telemedizin als ein Beispiel. Wir haben Reha-Systeme, wir haben kleine Helferlein, die Hol- und Bringdienste durchführen können. Und die können sie sich leisten, die können ihnen auch den Alltag unterstützen. Ich glaube auch, dass diese Themen, die ich sagen wir mal, bis zum Vollausbau Gami, da glaube ich, haben wir dann große flächendeckende Tests. Vielleicht gibt es auch schon viele Systeme, die im Einsatz sind. Jetzt nicht flächendeckend. Ich glaube, da ist es dann sozusagen noch im, da sind wir noch in der breiten Erprobungsphase. Aber ich glaube, wir sehen ja schon, dass die ersten Helferlein sind ja schon längst Alltag. Und ich glaube, dass gerade die Krise im Moment hat uns gezeigt, was wir alles brauchen und was wir tun können. Und jetzt hoffe ich, dass wir aus der Krise so rausgehen, dass wir hinterher auch wirklich die Dinge umsetzen. Und dann kann ich mir da ganz viele der Dinge, die ich jetzt sozusagen im Labor habe, in der realen Welt vorstellen. Und ich sehe ja auch, also ein Beispiel, gerade in Karlsruhe wurde ein Projekt bewilligt, um genau solche Themen voranzutreiben. Also vom sehr geschätzten Kollegen Asfur. In den USA wird sowas jetzt gemacht, in Japan sowieso schon. Also ich glaube, da wird jetzt vieles passieren. Und gerade, weil wir sehen, dass diese Verfügbarmachung von sagen wir mal, Gesundheitsservices einfach an zentraler Stelle ist. Und was ich aber auch hoffe, ist, dass der Pflege und auch der Gesundheitsberuf im Allgemeinen ganz, also Digitalisierung, Robotik muss da einfach ein zentrales Teil sein oder ein zentraler Meilenstein. Und was wir gerade auch ganz konkret tun, ist beispielsweise mit dem Rechts der ISA zusammen, dass in die Ausbildung der Ärzte eben auch die Robotik und KI wirklich jetzt endlich mal ein Baustein wird. Und das sind halt die ersten Dominosteine. Und Sie wissen ja, wenn der erste es fällt. Wenn der erste erst fällt und ich behalte jetzt in Erinnerung oder lege unserem Publikum nochmal nahe, dieses Bild von den vielen Helferlein. Und wenn das dann Realität ist, spätestens in 10 Jahren, dann erinnern wir uns alle an diesen Abend und wissen, wir waren dabei, als jemand diese Vision ganz klar und für mich jedenfalls erstmals die vielen Helferlein für ein gutes Altern für uns ausgebreitet hat. Dafür, für einen wirklich spannenden Abend, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Herr Haddadin, wir sehen uns vor 2030. Das wäre wirklich schön. Herzlichen Dank und an alle im Publikum auch einen schönen Abend. Klasse, dass Sie dabei waren. Liebe Frau Heist, ich danke Ihnen vielmals, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute und toi, toi, toi. Ja. Und allen, die morgen bei der Tagung dabei sind, wir sehen uns morgen früh. Okay, Dankeschön. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald!